Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 15. September. Heute ist der Tag der Demokratie, laut UN, soweit ich weiß. Und sind wir jetzt beschlussfähig? Jetzt habe ich vergessen durchzuzählen. Ach, tatsächlich sind wir. Wunderbar. Das heißt, Tagesordnungspunkte. Top 1, mal direkt Einstieg. Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir haben drei Vorlagen, wenn ich mich nicht irre, von Hartmut, die wir gestern auch in der Vorstandssitzung besprochen hatten, die wir im Bereich Personalia euch gerne vorstellen möchten. Wir schätzen mal, dass wir dafür 20 Minuten brauchen, eventuell vielleicht 30, ausnahmsweise etwas länger, was ich aber nicht hoffe. Gibt es da Zusatzwünsche für die nicht öffentlichen Teile? Ganz wichtig, dass ich das kurz frage. Hast du was? Nächste Woche. Du hast noch was? Ich bin nicht vorbereitet. Okay. Hast du was? Okay. Kannst du grob umreißen, was? 5 Minuten? Bitte? Ah, alles klar. Danke. Wenn noch das Zeit ist. Kategorie Taktik. Wenn noch Zeit ist, würde ich auch. Und Michelle bräuchte eventuell auch nochmal in Klammern 10 Minuten für Michelle, für den Bereich grob Personal. Auch Personal. Personaltaktik. Okay, komm. Ja, Personaltaktik. Ja, das ist, nochmal Personalia oder Personal 2 über Michelle. Genau. Machen wir auch nochmal 10? 10 Minuten sollen wir. Nochmal 10, okay. Mal gucken. Das ist nur ein Andiskutieren. Gut. Tick-Tack. Gut, das heißt, wir kämen insgesamt auf 40 Minuten. Wird eng, weil heute ist auch noch, glaube ich, Mitgliederversammlung Personal und Vertreterversammlung, Verzeihung, genau. Um 13 Uhr findet die statt. Eröffnung der Fotoausstellung Vielfalt ist Zukunft. Okay. Sonst noch weitere Wünsche für die nicht öffentlichen Teile? Okay, wer spricht sich gegen die nicht öffentlichen Teile aus? Das ist einstimmig für diese nicht öffentlichen Teile, für diese drei. Wunderbar. Gucken wir mal, dass wir schnell durchkommen. Zur Not, sagte Michelle, könnte er es ja auch noch für nächste Woche vorbereiten. Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Ich würde vorschlagen, irgendwann mal das im Protokoll umzudrehen, weil ich mag es, wenn die Pressestelle anfängt. Also Bericht des Vorstands der Pressestelle, Bericht der Pressestelle des Vorstands, so. Jens, möchtest du eben kurz? Ja, ich möchte gerne. Guten Morgen. Einsteigen vielleicht mit der sehr intensiven und, glaube ich, auch ganz erfreulichen Presseresonanz Ende letzter Woche, übers Wochenende und zieht sich auch noch in diese Woche rein, zum Thema geheime Dateien Fußballfans. Ich würde mir wünschen, um das Thema weiter zu spinnen, dass dort natürlich noch was folgt. Frank hatte angekündigt, dass da noch eine Stellungnahme vom LDI abgefragt wird, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das einfach noch ein bisschen weiterläuft, weil das hat sehr, sehr große Resonanz hervorgerufen. Am Samstag war die Veranstaltung Mitbestimmung, die war wohl recht erfolgreich und sehr schön. Da wird Olaf sicherlich noch was zu berichten. Da sind wir dabei, die Videoslots quasi statementmäßig so ein bisschen zusammenzustauchen, damit wir da auch entsprechend was haben, um das zu kommunizieren, insbesondere mit Blick auf den Donnerstag, da komme ich gleich noch drauf zum Thema Wochenplan, wenn es um unser Kiebitz geht, um die Gesetzesänderung. Hat ja auch sehr, sehr viel mit Mitbestimmung zu tun. Ansonsten sind die 20 Piratenflyer da, die neue. Die verteile ich nachher nochmal bei jedem ins Postfach, aber unspektakulär, einfach nur die aktuellen Funktionen. Dann haben wir diese Woche eine relativ volle Woche. Wir haben gestern so einen kleinen Kommunikationsfahrplan erstellt. Da werde ich auf die einzelnen Abgeordneten dann entsprechend noch zukommen. Heute natürlich autonomes Fahren. Da bin ich in Abstimmung mit dem Olli. Der hat alles super vorbereitet schon. Da gehen wir natürlich mit raus. Morgen relativ viele von unseren Anträgen, Integrationsausschuss, Flüchtlinge, anonyme Krankenkarte. Und auch im Ausschuss Wissenschaft und Forschung unser Informationsfreiheitsgesetz.
jetzt Donnerstag Kultur und Medien mit vielen digitalen Anträgen, Gaming, Glasfaserstrategie, Leistungsschutzrecht, da werden wir was zu machen und nachmittags natürlich unsere Anhörung Kinderbildungsgesetz und am Freitag die Enquete, aber auch die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. Wenn da irgendwas kommen sollte, bitte ich, auf die Pressestelle zuzukommen, falls da irgendwas aufploppt. Wir wissen Bescheid. Gut, ansonsten das Übliche. Was wäre noch interessant? Gut, Landtag intern, Schlag auf Schlag. Da bin ich auch schon auf die entsprechenden Abgeordneten zugekommen. Das ist in Vorbereitung. Und das wäre es erstmal von meiner Seite aus. Dietmar. Ah ja, genau. Gibt es Rückfragen? Dietmar, bitte. Ja, danke Jens für deinen Bericht und auch für die Ankündigung verschiedener Anträge. Möchte ich dann ergänzend noch darauf hinweisen, dass heute unser Antrag im Unterausschuss Personal, unser Antrag, gleiches Geld für gleiche Arbeit läuft, beziehungsweise es zumindest auf der Tagesordnung, ob es läuft, hängt davon ab, wie sich das Ministerium gegebenenfalls dort hinsichtlich einer erneut unzureichenden Vorlage einlässt oder verhält. Es könnte also durchaus sein, dass wir diesen Tagesordnungspunkt unter massivem Protest dort nicht weiter behandeln, sondern eben dann in öffentlicher Sitzung im Haushalt- und Finanzausschuss, in dem er ja auch federführend beraten wird. Und dann mag dann vielleicht der Finanzminister mehr sagen können als seine Beamten. Und denn die Vorlage, die wir bekommen haben, ist mehr als unzureichend und das zum wiederholten Male. Es hat sogar schon in der letzten Sitzung des Unterausschusses Personal dazu geführt, dass auch fraktionsübergreifend alle derselben Meinung waren wie ich, dass diese Vorlage eine Frechheit war, die da gegeben wurde. Und das sieht jetzt im Moment nicht anders aus. Also man will offenbar von Seiten des Ministeriums nicht an das Thema ran, obwohl es eben fraktionsübergreifend so gewünscht war. Und das wird sich dann gegebenenfalls herausstellen heute. Demzufolge nach können wir dann überlegen, wenn es denn in öffentlicher Sitzung läuft, wie wir damit dann umgehen. Okay, wunderbar. Dann würde ich doch sagen, ganz bewusst Fraktionsgeschäftsführung. Hartmut, bitte. Mikro. Ah, wunderbar. Also in der ersten Woche habe ich mich so mehr mit Kaufmenschenfragen, mit organisatorischen Ablaufstrukturen befasst. In der zweiten Woche, also in der letzten Woche, habe ich jetzt mal damit begonnen, Gespräche mit Abgeordneten, auch mit Referenten zu führen. Und das wird jetzt auch fortgesetzt und immer mit dem Ziel, die Außenwirkung der zahlreichen parlamentarischen Initiativen zu verstärken. Wir haben gestern eine Referentenrunde gehabt, die ist ja immer montags. Und da haben wir begonnen, über Dramaturgien anhand eines konkreten parlamentarischen Beispiels zu sprechen und zu diskutieren. Und wir wollen daraus jetzt eine Kommunikations- und eine Dramaturgiestruktur entwickeln, die man dann einsetzen kann bei jeder Art einer parlamentarischen Initiative. Da sind wir also dran und das setzen wir dann nächste Woche am Montag fort, anhand von zwei konkreten Beispielen. Das wäre es soweit. Dann ergänze ich ganz kurz noch. Wir haben kurz ein paar technische Klamotten gehabt, halt, wie wir das besser hinkriegen mit dem Terminmanagement innerhalb der Fraktionen. Da hatten wir im Laufe der letzten Woche uns ein bisschen was ausgedacht. Das wollen wir ganz einfach mal jetzt ausprobieren. Da setze ich mich auch im Laufe des, ja, ich sag mal eher des Abends noch mal kurz heute mit Gerrit zusammen. Wir haben da vielleicht erstmal eine einfache, schlichte Lösung in Anlehnung eines klassischen Terminkörbchens, was diese Organisationsgeschichten angeht. Ich muss gerade noch mal gucken. Da haben wir einen eigenen Top nachher zu im Rahmen der Tagesordnungen. Ansonsten sehe ich nichts besonders Zusätzliches. Noch ganz kurz in diesem Zusammenhang. Ich war gestern noch im Mumble von der Bundespresse. Auch da hat man Kenntnis genommen von Olafs Konferenz am Samstag. Und das Rohmaterial, was wir selber nicht benutzen, der Hinweis, man würde sich sehr freuen, wenn man es hat, weil vielleicht kann man da auf der Bundesebene auch noch mal was draus ziehen. Die Kombination aus Pressearbeit und Bund und Land. Gibt es noch Rückfragen zum Bericht des Vorstands und der Pressestelle? Du hast vieles gesagt.
Ja, Toso, bitte. Ich hatte noch ein paar Entscheidungen abgefragt. Da habe ich noch keine Rückmeldung zu. Das wäre toll, wenn die bei Gelegenheit behandelt würden. Müssten so 5, 6 sein. Okay, guck ich jetzt gleich nochmal danach, vielleicht eben kurz in der Pause, dass wir das bilateral klären, weil kriegen wir gelöst. Mit Sicherheit. Okay. Das war dann Top 2. Kommen wir dann zu Top 3. Kurzer Bericht von der Veranstaltung Mitbestimmung in NRW am Menschenrecht für Kinder und Jugendliche. Eine Veranstaltung, die vergangenen Samstag im Unperfekthaus stattgefunden hat. Es gibt, ich weiß nicht, mehrere Stunden Videomaterial auch zur Sichtung und von daher ein kurzer Eindruck. Olaf, sehr gerne. Ja, wie Jens ja schon angedeutet hat, also ich würde es auch sagen, die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Es waren 50 Leute da. Das war eigentlich wirklich auch genau so die Grenze nach oben hin, die wir uns fast gesetzt hatten. Wer den Kaminraum im Unperfekthaus kennt, weiß, dass man da mit 50 Leuten schon verdammt eng sitzt. Und was richtig Tolle war, war wirklich, dass die Hälfte von den Leuten, die anwesend waren, wirklich Jugendliche waren. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, es waren eine Menge junge Erwachsene wieder dabei, also Leute, die jetzt schon 18 oder 19 waren. Es lag daran, dass es größtenteils Leute von einem Berufskolleg waren, wo das ein Lehrer organisiert hatte, beziehungsweise die Jugendlichen zum Teil in der Organisation World Vision organisiert sind. Dieses Publikum der Erwachsenen bestand zum größten Teil aus, Lobbyisten aus dem Bereich Kinderrechte, und auch die waren größtenteils sehr, sehr angetan von der Veranstaltung. Vor allem habe ich unheimlich oft dort das Feedback bekommen, dass sie es wirklich sehr, sehr wichtig finden, dass dieses Thema weiterhin irgendwie in der Politik hochgehalten wird, weil es eigentlich viel zu wenig bearbeitet wird. Was aber ja der Sinn der Veranstaltung war, war ja, dass es hauptsächlich, oder was ich hauptsächlich als Sinn der Veranstaltung sah, war, dass sich Jugendliche mal zusammentun und mal sagen, was sie wollen. Und da haben wir jetzt auch einige Ergebnisse mitgenommen, die wir sehr wahrscheinlich wirklich hier weiterverarbeiten können. Da kann ich jetzt allerdings so ein bisschen schwierig, das direkt zu sagen, weil ein ganz großer Bereich davon, für den die Jugendlichen sich ausgesucht haben, war natürlich Schule und Bildung. Und von daher bin ich auch sehr, sehr froh, dass Moni die Moderation gemacht hat. Also sie war jetzt auch direkt dabei. Und das wird auch sicherlich auch noch eine ganze Menge, wenn wir da was machen, in deren Bereich reingehen. Was auch unheimlich schön war, war, dass die Vorträge gar nicht so sehr im Mittelpunkt standen, sondern dass wirklich verdammt schnell und verdammt viel diskutiert worden ist. Also es haben sich die Leute auch gar nicht, die Leute haben sich unheimlich oft getraut, direkt Zwischenfragen zu stellen. Dadurch sind auch direkt Diskussionen entstanden, was allerdings jetzt nicht so als schädlich für den Vortrag irgendwie gewirkt hat. Also die Diskussionen sind dann auch im Publikum geführt worden. Der Vortrag ist dann kurze Zeit später auch weitergeführt worden, auch mit dem jeweiligen Vortragenden. Und was mir daran aufgefallen ist, dass es mir wirklich so am meisten hängen geblieben ist, so die größten Kritiker im Bereich wirklich Kinder und Jugendliche in der großen Politik mitspielen zu lassen, sprich auch was Wahlrecht zu geben, beziehungsweise wirklich Rechte im Parlament zu bekommen, sind die jungen Erwachsenen. Also die, die gerade dieses Problem nicht mehr haben, dass sie nicht gehört werden. Und die andere Sache ist die, und das ist natürlich immer wieder auf allen anderen Ebenen so, und das kriegt man von den Jugendlichen immer wieder gespiegelt, sie fühlen sich in keinster Weise ernst genommen. Allerdings jetzt so ein 0815 oder so eine schnelle Lösung, wie man das machen kann, haben sie auch nicht, weil sie auch immer teilweise wirklich auch wieder Skepsis da ist, je nachdem, wie man Macht verteilen sollte. Es ist natürlich auch immer wieder eine unheimliche Angst da, dass Erwachsene Macht an Jugendliche und an Kinder abgeben.
da kann man sagen, da muss man in der Diskussion bleiben, da wird sich sicherlich noch eine ganze Menge ergeben. Was ich allerdings auch noch jetzt zum Schluss noch eben erwähnen möchte, was ich auch sehr positiv fand, weil es nun mal auch meine Einstellung ist, ist die Sache, dass doch eine große, breite Mehrheit, zumindest bei den Erwachsenen, die sich mit dem, also bei den, jetzt muss man sagen, bei den älteren Erwachsenen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ganz klar gewünscht wird, dass das Mindestwahlalter abgeschafft wird. Also das war wirklich, das kann man so sagen, die Skepsis nimmt am ehesten zu bei jungen Erwachsenen. Aber das ist unter Umständen wirklich so eine Sache, dass man da ja gerade auch irgendwie dieses Alter erreicht hat, wo man mitspielen darf und ernst genommen wird und sich eventuell gerade gegen Jüngere abgrenzt. Aber das ist jetzt erstmal nur eine persönliche, kurze Analyse dessen, ob es stimmt, will ich gar nicht mal so unbedingt in den Raum werfen. Die zwei großen Gruppen oder das, was mir jetzt noch hängen geblieben ist von den Schülern, ist eben einmal, dass sie ganz klar viel, viel mehr Mitbestimmungsrechte in der Schule wollen. Ja, also es geht so weit, dass sie auch wieder ganz klar sagen, eigentlich wollen wir den Lehrplan mitbestimmen. Und bei parlamentarischer Arbeit hatte sich eine Gruppe gefunden, die jetzt eben also eher für den Weg war, dass Jugendparlamente und Erwachsenenparlamente getrennt voneinander agieren und das waren hauptsächlich Jugendliche, die jetzt schon Erfahrung in solchen Parlamenten haben und was sie allerdings ganz, ganz doll bemängelt haben, ist auch wieder, dass sie nicht ernst genommen werden. Man kann sagen, klar, man unterhält sich noch mit ihnen und gibt ihnen unter Umständen auch noch das Gefühl, auf einer Augenhöhe zu sein, aber dass sie dann irgendwas wirklich mitbestimmen dürfen, da hört es dann irgendwo wieder ganz schnell auf. Das heißt, was ihnen am ehesten dort stinkt, ist, dass sie nur Überzeugungsarbeit leisten müssen und damit hoffen müssen, dass sie damit irgendwas hinkriegen und so überhaupt sonst keine Möglichkeiten haben. Ganz zum Schluss möchte ich mich auf jeden Fall noch bei allen bedanken, die dabei mitgeholfen haben, dass das so eine tolle Veranstaltung wird. Da wäre vor allem Moni zu nennen, vor allem, dass sie noch zwei Tage vorher, weil das war irgendwie, ist uns bei der Organisation oder mir bei der Organisation völlig daneben gegangen, die Moderation, das habe ich irgendwie zu spät versucht zu klären, da ist sie noch zwei Tage vorher eingesprungen und hat die Moderation übernommen. Dann wäre auf jeden Fall noch Andrea zu nennen, die Moderation für die Jugendlichen übernommen hat und auch der Andro, der die Andrea dabei unterstützt hat. Und vor allem möchte ich mich bei der Presse für die ganze Zusammenarbeit, vor allem die Planung zum Teil, vor allem die Planung ja fürs Werbematerial und so weiter. Und das hat ja alles wunderbar geklappt. War vielleicht nicht immer einfach. Zumindest kann ich mich an manche längeren Gespräche mit Ingo erinnern. Aber ansonsten, aber im Großen und Ganzen war es wunderbar. Und mehr kann ich jetzt eigentlich auch, also mehr fällt mir jetzt erstmal spontan auch nicht mehr dazu ein. Wenn Fragen sind, kann ich die ja natürlich beantworten. Ich habe eine Frage. Olaf, für die Nachbereitung, nochmal so ein Kurzvideo zusätzlich? Ist das angedacht, dass ihr nochmal so ein Erklärbär-Video macht, weil ich glaube, da ist einiges ganz an klar Möglichkeiten drin, die wir dann halt auch in alle anderen Bereiche mit reinspielen lassen können. Ja, es gibt Material, ganz viel Videomaterial jetzt von der Veranstaltung. Wir haben die Veranstaltung ganz bewusst nicht gestreamt, eben weil Jugendliche dabei waren. Wir müssen jetzt gucken, welches Material wir davon verwenden können. Das meiste können wir verwenden, weil die hinterher auf der Podiumsdiskussion mit dabei waren, waren definitiv über 18, womit das Problem von wegen jetzt da hinterherlaufen und Erlaubnis von den Eltern einholen, sich eigentlich größtenteils erledigt hat. Müsste man gucken. Ich habe mir das mit Material so noch nicht angeguckt. Da kann man sicherlich was auch zusammenschneiden, um dann kürzere Videos daraus zu machen. Es sollen aber natürlich auch die ganzen Vorträge komplett
zur Verfügung gestellt werden. Also die PDF-Dateien bzw. die PowerPoint-Präsentationen von den Vortragenden habe ich schon. Und die werden natürlich auch zur Verfügung gestellt. Okay, gibt es weitere Fragen zu der Veranstaltung, den Mitteln, den Möglichkeiten? Dann vielen lieben Dank, Olaf. Ich fand das, wie gesagt, auch extrem gut. Konnte leider zeitlich selber nicht. Sonst wäre ich auch mit dabei gewesen. Okay, nächster Punkt wäre ebenfalls ein Bericht. Ich mag das mit diesen politischen Berichten. Es gab einen kleinen Vorfall am Rande in Köln-Chorweiler. Es geht um den Bereich der Flüchtlingsbetreuung. Und der Dietmar hat da etwas zu berichten und ich bin sehr gespannt, denn es ist ein Thema, was wirklich auch das Land gerade bewegt und yes, ich fand es persönlich echt erschreckend. Dietmar, bitte. Ja, danke, Grumpy. Ich mache das mal oder versuche das mal mit dem TLDR vor dem Hintergrund meines Verweises auf einen Blogbeitrag, den ich auf unserer Seite gestellt habe, der den Titel trägt: Innenminister Jäger bricht MDL Selbstinformationsrecht zur Flüchtlingssituation, ein Tagesbericht. Ich habe das da sehr ausführlich dargestellt, was an diesem Tag abgelaufen ist. Sicherlich auch, um das zu verarbeiten, was ich dort erlebt habe. Ich sage mal so, erlebt habe ich vor allem Behördenwillkür. Ich habe erlebt Machtgerangel, aber weniger das, warum ich da eigentlich hingefahren bin. Ich bin nach Köln-Chorweiler gefahren, zu der Zeltstadt, um dort unangekündigt, so wie es ja auch unsere Forderung immer war und ist im Zusammenhang mit Beschwerdemanagement und dergleichen mehr, unangekündigt dorthin gefahren, um dort Einlass zu erhalten und mir die Umstände und Zustände vor Ort anzuschauen. Einer Zeltstadt, in der Flüchtlinge untergebracht werden in unserem Bundesland. Das Motiv war nicht, wie dann zufälligerweise am Abend vorher über den Kölner Stadtanzeiger ruchbar wurde, beziehungsweise berichtet wurde, dass in just diesem Zeltlager im Bereich der Waschgelegenheiten Kolibakterien festgestellt wurden, woraufhin dann ein großer Teil der dort vorhandenen Duschräume oder Duschkabinen geschlossen werden musste, / oder nicht aufgemacht werden durften, sodass also für die dort circa 500 bis 600 anwesenden Flüchtlinge nur noch Duschen in Höhe von 6 vorhanden sind. Das kam zusätzlich dazu am Freitagvormittag. Ich hatte geplant, mit einer Mitarbeiterin unserer Fraktion bzw. eines unserer MDL und Thomas Hegenbart, dem Rat, einem Ratsmitglied der Stadt Köln, der auch bei der Eröffnung oder Einweihung dieser Zeltstadt zugegen war, dort den Besuch abzustatten, trafen dann zusätzlich, als ich den Einlass begehrte und als wir uns identifizierten, auf den dortigen Leiter der Einrichtung, den operativen Leiter der Einrichtung, die von der Johanniter Unfallhilfe betrieben wird, kam ein sehr, sehr offenes und freundlich gesinntes Gespräch mit dem Ziel, mit meinem Ziel, bei diesem Leiter, den Willen zu fördern, uns dort durch die Einrichtung zu führen und gegebenenfalls auch Erläuterungen zu geben. Wir erfuhren dort auch von dem Leiter, der insgesamt da auch, was unser Ansinnen anging, sehr offen und offen war und dieses eigentlich auch tun wollte, dass keinerlei Hinderungsgründe
innerhalb der Zeltstadt gegeben waren. Also sprich, es gab keine Untersuchungssituation durchs Gesundheitsamt beispielsweise oder auch keine Ausgaben von Taschengeld oder Essensausgabe, was also die Menschen in irgendeiner Form dort hätte negativ beeinträchtigen können. Während wir also dieses einleitende Gespräch dort führten, vor dem Eingang zu der Zeltstadt verließ eine, ja, ich sag mal, eine Abordnung, eine Delegation von 11 Personen diese Zeltstadt, ohne dass Anwesende wussten oder sagen wollten, um wen es sich dort handelt. Die eben gemeinte Mitarbeiterin bat ich dann, den Leuten auf dem Parkplatz zu folgen, um zu erfragen, um wen es sich dort handelt, welche Delegation es war. Und es wurde dann festgestellt, dass es sich um eine Abordnung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen handelt. Weder der Leiter der Einrichtung noch jeder andere, mit dem ich danach Kontakt hatte, konnte mir etwas über diesen Besuch, dieser Abordnung erzählen. Also niemand wusste irgendwie davon. Das war schon ganz erstaunlich. Sei es drum. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sollte Rücksprache genommen werden mit der Vertreterin oder dem Vertreter der Bezirksregierung vor Ort innerhalb der Zeltstadt, um quasi die Freigabe für diese Besichtigungstour zu erhalten. Ende vom Lied war, Einlass wird verweigert. Und zwar von Seiten der Bezirksregierung. Die dortige Mitarbeiterin hatte dann wohl mit dem Regierungspräsidialbüro gesprochen und von dort die Weisung erhalten, mich auf keinen Fall reinzulassen. Ich möge doch zu einem wann auch immer gearteten, dann abzustimmenden Termin nochmal ankommen, aber das wie gesagt nur nach Terminabsprache. Daraufhin habe ich dann mit dem Büro der Regierungspräsidentin Köln gesprochen, dort mit dem persönlichen Referenten, dem mir das auch nochmal lang und breit meinte, erklären zu müssen, auch unter Hinweis darauf, ja, es sei, ginge um den Schutz der Menschen dort in dieser Zeltstadt. Deswegen könne man also hier keinen Zugang gewähren. Auch befragt hinsichtlich der BLB-Abordnung war diesem das nicht bekannt. Es war also offenbar kein Termin, jedenfalls nicht über seinen Tisch gelaufen, den er hätte vereinbaren sollen. Und das Spielchen ging dann also noch ein bisschen hin und her dort vor Ort. Fakt war jedenfalls, kein Einlass ist möglich. Und das veranlasste uns zunächst einmal, zum benachbarten Aqualand zu gehen, weil der Thomas Hegenbart da noch etwas wegen der Freifunkinstallation für diese Zeltstadt eruieren wollte. Wobei ich noch ergänzend sagen muss, dass der Leiter der Einrichtung von der Johanniter Unfallhilfe gute Kontakte eröffnet hatte und sagte, das wäre eine tolle Sache, denn benachbart ist auch noch eine Sportstätte mit einem entsprechenden Haus, auf dem also auch Freifunkantennen und dergleichen gut installiert werden könnten. Die Sache könnte also gut laufen. In diesem Aqualand angekommen, habe ich dann, fiel mir ein, so kann es nicht gehen, so darf der Tag nicht enden. Wir könnten zwar jetzt fahren, das kann es aber irgendwie nicht sein. Ich will da rein, ja, und habe also mit dem Innenministerium Kontakt aufgenommen. Und dann begann eine etwa zweistündige Hin- und Her-Telefoniererei, recht abenteuerlich, so zwischen mir und dem Büro des Innenministers. Und die wiederum und auch mit dem Staatssekretär bzw. dem Vertreter, der Staatssekretär war in Urlaub an diesem Tage, sodass ich den stellvertretenden Staatssekretär, den es so rein formal wohl nicht gibt, aber der die Geschäfte des Staatssekretärs dann wahrnimmt, das Abteilungsleiter 4, Herr Düren, Polizei und Verkehr ist er zuständig, der sehr offen mir am Telefon schon sagte, also Herr Schulz, das kann ja so gar nicht gehen, er sei geneigt, die Weisung der Regierungspräsidentin an Ort und Stelle, sprich jetzt hier am Telefon, aufzuheben. Das kann er nämlich, denn das Innenministerium ist die vorgesetzte Behörde, nämlich eine oberste Landesbehörde, während das die Bezirksregierung eine Landesmittelbehörde ist. Er sagte aber, das müsse er, er sei ja nicht der Staatssekretär, deswegen wolle er das doch vielleicht vorsichtshalber noch mit dem Innenminister Rücksprache nehmen. Das hat er wohl getan. Ich bekam daraufhin Anrufe aus dem Büro des Innenministers. Und diese wiederum waren in permanentem Kontakt mit der Regierungspräsidentin oder beziehungsweise dem dortigen Büro. Ende vom Lied. Es hieß dann unter Zeugen, weil es im Autotelefon, über Freisprech lief, dass das Büro des Innenministers mir mitteilte, ich könne also nunmehr rein in die Zeltstadt.
unter meinem Bemerken, dass das hoffentlich auch alle wissen dort, bin ich dann also mit meiner Delegation da wieder hin. Und es kam, wie es kommen musste. Die Vertreterin der Bezirksregierung verweigerte mir erneut den Zutritt und meinte, erneut telefonieren zu müssen, was ungefähr eine halbe Stunde dauerte. Ergebnis bzw. Ende vom Lied, erneuter Anruf aus dem Büro des Innenministers. Tut uns leid, Herr Schulz, also irgendwie ist nicht, weil die Regierungspräsidentin hat jetzt mit dem Innenminister gesprochen und der Innenminister hat der Regierungspräsidentin insofern freie Hand gelassen, was die Frage des Zutritts des Mitglieds des Landtags Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeltdings betrifft. Ergebnis, Verweigerung des Zutritts, ausdrücklich meines Zutritts und des Zutritts durch das Ratsmitglied der Stadt Köln sowie die Mitarbeiterin. Ja, das habe ich also hier mal dargestellt in diesem Blogpost und das ist Stand der Dinge. Das ist ein Bericht, der sehr, ernüchternd ist, was die Möglichkeiten der Kontrollorgane dieses Landes angeht. Das sind wir nämlich alle. Wir kontrollieren die Regierung, wir kontrollieren Regierungshandeln und diese Kontrolle oder die Möglichkeit auch der Information, nämlich der Selbstinformation von Abgeordneten, ist am Freitag sowohl durch das Innenministerium, sprich den Innenminister, als auch die Regierungspräsidentin Köln, die als Dienststelle die Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen, so steht es auch auf dem Landtagsausweis, in all ihren Mandatsausübungsangelegenheiten unterstützen sollen, mit Füßen getreten worden. Das ist Stand der Dinge. Man wollte offenbar nicht, dass jemand aus dem politischen Raum oder insbesondere auch vielleicht seitens der Piratenfraktion sich diese Zeltstadt näher anschaut, wollte offensichtlich auch nicht, dass ich oder wir in Kontakt treten können zu innerhalb dieser Zeltstadt befindlichen Flüchtlingen und Asylbewerbern. Mit anderen Worten, closed job, das ist Stand der Dinge. Fragen? Schriftliche Beschwerde bei der Staatskanzlei deinerseits? Nein, ich hab dazu schon was aufgesetzt, was abgefasst, aber ich halte es natürlich, klar, ich kann als Mitglied des Landtags das selber tun, aber ich bin ja nicht nur aus eigenem Antrieb hin, sondern auch als Vertreter der Fraktion und würde das selbstverständlich, und da bitte ich das dann vielleicht dann gleich auch im nicht öffentlichen Teil, wir können das natürlich auch öffentlich machen, habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt gar kein Problem mit, halte ich es schon für richtig, denn es kann ja jeden von uns treffen, ja, nicht nur in Köln, sondern auch andernorts, für richtig und wichtig, dass wir halt als Fraktion gegebenenfalls hier Stärke und auch notfalls zeigen und auch notfalls die Konfrontation suchen, denn das nimmt jetzt langsam Formen an, die aus meiner Sicht gesetzwidrig sind, die auch von unserer Verfassung nicht geduldet werden. Dinge, die von unserer Verfassung ehrlich gesagt auf der anderen Seite geschützt werden, nämlich unter anderem auch die Rechte von Abgeordneten in Parlamenten. Ich möchte jetzt gar nicht das Thema Vizepräsidentschaft ansprechen, gehört aber auch alles in, möglicherweise alles in diesen Kontext. Und wie auch immer hier einem Oppositionspolitiker oder Oppositionspolitikern in diesem Landtag hier Steine in den Weg gelegt werden, Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden, das ist nicht nur in solchen Fällen wie dem hier gerade geschilderten der Fall, sondern es ist darüber hinaus auch, und was auch schon Anlass zu Klagen gegeben hat, wie zum Beispiel Stichwort Effizienzteam oder auch kritische Äußerungen, auch sogar Protestnoten an die Staatskanzlei in Zusammenhang mit Vorlagen seitens der Ministerien auf bezüglich Anfragen, Tagesordnungspunkten in Ausschüssen etc. pp. Also all das sind Dinge, die laufen so nicht. Hier wird mit einer Selbstherrlichkeit von Seiten der Landesregierung Politik der regierungstragenden Fraktionen
manipuliert bzw. transportiert, die ehrlich gesagt in unser demokratisches Verständnis, jedenfalls das der Piratenpartei, nun ganz und gar nicht reinpasst. Hier wird Intransparenz aufgebaut, anstatt zu öffnen. Es wäre völlig leicht gewesen, dort eben den Zugang zu gewähren. Es war ein völlig, ich sag mal, entspanntes Herangehen, sowohl meinerseits als aber auch seitens des operativen Leiters der Einrichtung. Es war auch in keiner Weise beabsichtigt, in irgendeiner Form was zu skandalisieren. Das mag Presse tun, das mögen Medien tun. Es ging hier ganz klar einfach um die Information dessen, was passiert in so einer Zellstadt, was läuft da eigentlich ab, um eben daraus gegebenenfalls auch vor dem Hintergrund unserer bisherigen Initiativen weitere Initiativen zu auch mit Sachkenntnis und vor allen Dingen mit Ortskenntnis zu untermauern. All das wird hier unter tätiger Mithilfe von Ministerien verweigert und behindert. Die Rechte des Parlaments werden dadurch unterminiert und setzt sich zum Beispiel auch fort in Dingen wie Haushalt, Nachtragshaushalt, dass also eine Staatskanzlei bevor, also das Parlament über Details und so weiter. Also all solche Dinge spielen da sicherlich eine Rolle. Dagegen sollten wir als Fraktion uns verwahren und entsprechend auch vorgehen. Ich habe noch eine Nachfrage. Für wann hast du deinen nächsten Termin in Köln-Chorweiler angemeldet? Ich werde niemals einen solchen Termin anmelden. Vielen Dank, das habe ich mir fast gedacht. Gibt es weitere Fragen zu diesem Bericht? Okay, das ist nicht der Fall. Ich will nichts sagen. Achso, aber Lukas, bitte. Ja, vielen Dank für den Bericht. Ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, aber ich kann natürlich die ganze Situation nicht bewerten, weil ich ja selber nicht dabei war. Ich kann auf der einen Seite schon verstehen, dass man seitens der Verantwortlichen versucht, ich sage jetzt mal, den Gucktourismus aus diesen Einrichtungen rauszuhalten. Das sind Menschen, die haben eine ganz lange Reise hinter sich, die sind gestresst, die sind in einem völlig anderen kulturellen Umfeld, die sind in einem anderen Land, die sprechen die Sprache nicht und auf einmal kommen wichtig aussehende Menschen vorbei und gucken mal. Ich glaube, alles, was die Leute dort haben wollen, ist so ein bisschen Ruhe und ich glaube, das ist dann immer dieses Spannungsverhältnis zwischen den Verantwortlichen, dort für Ruhe zu sorgen, beziehungsweise den Menschen Rückzugsraum zu bieten, aber natürlich halt auch auf der anderen Seite das berechtigte Anliegen, dort halt einzusehen und Transparenz zu schaffen, natürlich auch die ganzen Prozesse zu begutachten, zu überwachen, ob das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch eben dieses Spannungsverhältnis ist, in das du da gerade reingeraten bist. Danke, Lukas. Sekunde, ich habe eine Wortmeldung von Toso. Bitte. Danke. Lukas, grundsätzlich und in der Theorie hast du völlig recht. Im rein praktischen halt nicht. Dietmar hat gerade vielleicht sehr wortreich, aber doch deutlich geschildert, dass aus der gleichen Einrichtung, die er mit, weiß nicht, zwei oder drei zu zweit sich anschauen wollte, was sein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht ist, eine komplette Delegation vom BLB rauskommen sehen. Das zum Gucktourismus. Wenn, wie Dietmar das geschildert hat, vorher schon mit dem Einrichtungsleiter ein entsprechendes Gespräch geführt worden ist, dann geht es nicht darum, irgendwem auf den Teller oder unter das Bett zu gucken, sondern dann geht es halt darum, zu kontrollieren, was die Landesregierung da gerade vollbringt, sage ich mal euphemistisch. Und gerade in Köln, wo die Lage in dieser Zeltstadt nicht ganz optimal ist, wo auch die Stadt nicht unbedingt dafür bekannt ist,
alle Formalia immer optimal zu erfüllen, die der Gesetzgeber an sie stellt, ist es extrem notwendig, dass wir da drauf gucken und den Finger drauf legen. Das hat übrigens nichts mit Transparenz zu tun. Das ist eine Sache, die einfach unser Job ist. Das ist unsere Arbeit hier, dass wir die Exekutive prüfen. Ob wir das dann hinterher transparent und öffentlich machen, ist davon erstmal eine ganz andere Geschichte. Und deshalb, deine Einwände, Lukas, sind bei vielen Dingen richtig, hier jetzt gerade nicht. Danke. Okay, Dietmar? Ja, nee, ich kann das auch verstehen. Lukas, du hast vollkommen recht. Das ist das Argument, was ich auch von dem Referenten der Regierungspräsidentin gehört habe. Ein Argument, welches genau aus dem Grunde, den Toso jetzt genannt hat, am Telefon bereits widerlegt werden konnte. Auch der Versuch, mir dann irgendwelche anderen wichtigen Hinderungsgründe unterzuschieben, scheiterte. Nämlich, wie gesagt, Taschengeld, Essensausgabe, dies, all dies, kam nicht zum Tragen. Das ist unser Job in der Tat. Und das müssen wir, das sind wir möglicherweise auch den Menschen, die zu uns kommen, schuldig. Ja, also auch diesen Flüchtlingen und auch diesen Menschen, die über einen langen Zeitraum geflohen sind vor etwas, eben aus Gefahr, aus Krieg und so weiter und so fort, um hier einen sicheren Aufenthalt zu bekommen. Und wir haben auch, wir haben auch mit Menschen sprechen können, die aus dieser Einrichtung, während wir dort standen, immerhin waren das über 4 Stunden, herauskamen. Es waren Menschen unterschiedlicher Nationalität, die uns ihr sehr persönliches, individuelles Empfinden mitteilen konnten. Und das waren wirklich sehr rudimentäre, beziehungsweise sehr existenzielle Fragen, wie zum Beispiel Essen. Ja? Was ist denn mit dem Essen da? Das Essen ist eine Katastrophe, wurde uns mehrfach gesagt. Es wird überhaupt nicht darauf geachtet, welcher Nationalität, welcher Herkunft diese Menschen sind, sondern die kriegen einfach Essen auf den Tisch, friss oder stirb. All solche Dinge, gut, das ist natürlich eine Flüchtlingsaufnahme, eine Erstaufnahme ist sicherlich kein Drei-Sterne, kein Sternrestaurant oder was. Aber ich sag mal, ein wie ich es im Übrigen auch aus einem anderen Zusammenhang, im Zusammenhang mit Regierungspräsidium, Bezirksregierung Köln kenne, wird zumindest formal sehr großer Wert darauf gelegt, dass gerade auch was unterschiedliche Glaubensrichtungen und damit in Zusammenhang stehende Essgewohnheiten betrifft, Einrichter von Erstaufnahmeeinrichtungen oder von Unterkünften für Flüchtlinge im Allgemeinen Wert darauf gelegt wird, dass da differenziert wird, welches Essen zum Beispiel ausgegeben wird. Und wenn mir 3, 4, 5 Leute sagen, das vertrage ich gar nicht, aber ich muss es essen, weil es gibt nichts anderes, dann wird die Sache problematisch. Und ja, und dann muss ich und dann möchte ich dort rein. Und dann möchte ich mit mehr Menschen reden, als die zufällig dann die Einrichtung gerade mal verlassen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Menschen, die sich dort aufhalten, denen, die sich ihnen zuwenden, also auch, sei es drum, dass es Politiker sind, sehr mitteilungsfreudig sind und dieses sogar auch wollen. Ja, weil was haben sie denn sonst für eine Möglichkeit, auch ihre Not oder möglicherweise ihre Bedürfnisse zu artikulieren? Untereinander können sie es nicht artikulieren. Das können sie, wenn überhaupt, nur nach außen artikulieren. Die dort tätigen Helferinnen, Helfer der Johanniter Unfallhilfe beispielsweise, die tun sicher ihr Möglichstes. Die sind selbstverständlich auch an der Belastungsgrenze, weil eben auch die Personalmenge gar nicht so vorhanden ist. Die arbeiten im Schichtdienst und sind tierisch belastet. Die haben gar kein Ohr, die können gar kein Ohr dafür haben. Das ist, ich sag mal, wie bei einem Arzt, wo das Wartezimmer ständig voll ist. Der kann sich nicht die Lebensgeschichte der Menschen anhören, die vor ihm sitzen. Die müssen kurz eine Anamnese machen, kurz diagnostizieren und dann ist er nach 3 Minuten, nach 5 Minuten wieder raus, der Patient, obwohl der Mensch möglicherweise ein viel größeres Bedürfnis hat. Also, und das,
Das kannst du aber nur hinkriegen, wenn du auch tatsächlich in diese Einrichtung reingehst. Du kannst dich nicht 5 Tage davor setzen und warten, bis alle einmal rausgekommen sind, denn möglicherweise kommen manche gar nicht raus. Ja? Aber insgesamt muss ich schon sagen, also wie auch immer, die Menschen, die zu uns kommen, sicherlich auch des Schutzes bedürfen. Und den bekommen sie bei uns ja sicherlich auch, anders als beispielsweise in Ungarn. Ja. Den müssen wir dann aber, wenn wir hier von Willkommenskultur sprechen, zur Willkommenskultur gehört selbstverständlich auch eine politische Bewertung. Damit wir auch den Menschen, für die wir hier im Land Nordrhein-Westfalen agieren, eine Brücke bauen können möglicherweise zu eben diesen Menschen, die zu uns kommen, zu diesen Flüchtlingen und Asylbewerbern. Können wir das nicht, wird uns verwehrt, diese Informationsgrundlage zu gewinnen, diese Brücke nämlich tatsächlich zu bauen zwischen den Menschen im Lande und den neuen Menschen im Lande, dann habe ich ein ernsthaftes Problem mit Politik und nicht mit den Menschen und nicht mit Fragen zwischen Bevölkerung und diesen Menschen, die zu uns kommen. So, dann habe ich ein Problem mit der Systematik innerhalb unseres politischen unserer Politik, auch unseres Parlamentarismus. Und da prangere ich es definitiv an, dass ein Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen einknickt vor einer Regierungspräsidentin, die am Freitagmittag irgendwo am grünen Tisch sitzen und das Wochenende vor Augen sagt, nö, also jetzt da so einfach reingehen, das geht mal gar nicht, weil bei uns gilt das Prinzip, hier wird ein Termin gemacht, denn schließlich haben andere das auch getan und in dem Falle wird das gefälligst auch getan. Ich will das so, dass ein Termin gemacht wird und ohne Termin geht hier gar nichts. Ohne, dass hier auch sogar Rücksicht genommen wird auf die Menschen vor Ort, auf die Helferinnen und Helfer und sogar die Leiter von Einrichtungen vor Ort, die schlicht und ergreifend nichts, aber auch gar nichts dagegen haben, sondern im Gegenteil es sogar befürwortet haben, dass man sich von Seiten der Politik einmal aus, ohne Presse, Medienrummel und was nicht all WDR im Schlepptau, um Dinge kümmert. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass hier weder eine Kamera dabei war, noch in irgendeiner Form eine mediale Öffentlichkeit gesucht wurde, sondern die Sache im Stillen stattfinden sollte. Und wenn das sogar schon nicht mehr möglich ist, dann muss ich sagen, während auf der anderen Seite Innenminister Jäger sich in Dortmund in den Bahnhofstunnel stellt, die Ankunft der Flüchtlinge behindert durch seine Security und durch Kamerateams, dann muss ich das ganz ehrlich sagen, das ist primitiv, das ist populistisch, das ist billig und das möchte ich nicht in unserem Land haben. Und auch einen solchen Minister, der nichts anderes und Besseres zu tun hat, als seine Nase in eine Kamera zu hängen, anstatt vielleicht mal den Flüchtlingen persönlich guten Tag zu sagen, und zwar Hunderten, ja, und zwar von mir aus auch gerne ohne Kamera, sowas will ich nicht haben in unserem Land. Mal eine kurze Einwurf. Gutes Schlusswort. Jetzt wollte ich gerade sagen, gutes Schlusswort. Ist kein Schlusswort. Also der Polizeipräsident von Dortmund hat, als die Kameras weg waren, noch Kofferträger gespielt für Flüchtlinge. Der hat sich damit anders verhalten. Ja, immerhin. Wenn er jetzt noch gegen Nazis vorgehen würde. Okay, Toso hatte er nochmal. Nochmal eine Sache davon unabhängig, von dem aktuellen Fall. Wir sind darauf angewiesen, dass uns Menschen Informationen zutragen und dass wir dann diesen Informationen auch nachgehen können. Das haben wir zum Beispiel in den Flüchtlingsheimen gehabt, die durch European Home Care damit wirklich schlimmem Wachpersonal betreut worden sind. Das haben wir jetzt auch in anderen Fällen. Bitte? Die immer noch da sind, die sind ausgetauscht. Genau, die immer noch da sind. Oh. Das haben wir in anderen Fällen auch. Wir sind zuletzt auch wieder, Simone weiß das, um Hilfe gebeten worden. Und wird uns da der Zutritt verweigert, können wir diese Hilfe nicht leisten. Und Teufel noch eins, wenn die hier weiter Demokratur spielen wollen und dieses Parlament einfach wie den letzten Dreck behandeln wollen, dann können sie das gerne machen, aber nicht mit unserer Zustimmung. Wunderbar. Dann sind wir bei Top 4 beim Bericht vom Besuch der Zeltstadt in Köln-Chorweiler am Ende angelangt. Ich würde, wenn niemand was dagegen hat, Top 5 und Top 6 eben tauschen, denn ich glaube, dass die Anträge für kommenden Freitag zum Teil da schon mit dranhängen. Ich gucke mal gerade, das hatte ich gerade vergessen, dich zu fragen im Vorfeld, ob wir schon eventuell diesen Freitag Haushaltsänderungsanträge eigentlich zu erwarten haben. Nö, ne? Nö, gut. Hätte ja sein können. Geheimsitzung.
Dann drehen wir das jetzt trotzdem mal eben um. Mal eben Umlaufbeschlüsse, Top 5. Ich habe übrigens keine Mail gekriegt. Dazu oder weil ich das jetzt umdrehe? Dazu. Achso, okay. Es gibt einen Umlaufbeschluss, da gibt es jetzt eine Wortmeldung von Michel. Also, es gibt einen Umlaufbeschluss zum Thema Haushaltsfahrplan. Ich möchte hier und in aller Öffentlichkeit sagen, ich habe den tatsächlich einfach übersehen. Da hat genau eine Person mitgestimmt, das ist der Hans-Jörg. Ansonsten scheinen wir entweder ein technisches Problem zu haben, dass wir nicht informiert wurden, alle, oder wir scheinen alle irgendwie in der Woche so voll gewesen zu sein, dass das... Mit Arbeit voll. Mit Arbeit voll, natürlich. Das andere immer nur abends. Ja, ich wollte das nur gesagt haben. Ich finde es komisch und ich glaube, dass wir eine Ursachenforschung da kurz machen sollten, intern, jetzt nicht hier, sondern warum da tatsächlich nur einer mit abgestimmt hat. Ich persönlich habe den erst heute gesehen, beziehungsweise gestern gesehen, als wir uns darüber unterhalten haben. Bevor jetzt hier eine... Nenn ich jetzt hier das... Was anderes. Wir sind aber gerade bei Top 5 der Umlaufbeschlüsse. Ich möchte eine Frage haben. Dabei hat nichts mit dem Umlaufbeschluss an sich zu tun. Nicht mit der Organisatorsprache, sondern mit Inhalten. Genau, vielleicht dann eben kurz dazu zum entsprechenden Antragsteller vorweg, weil vielleicht ergibt sich dann schon die Antwort zu der Frage. Okay, oder dann, wenn Dietmar nickt, Creon bitte. Erste Frage, generell hat sich was... Also wir haben das ja schon länger irgendwann mal bekommen, den Fahrplan. Hat sich denn eine Änderung ergeben seitdem? Ansonsten die Termine habe ich bei mir eingetragen. Eine Sache, die bei mir im Beruf für Verwirrung gesorgt hat, ist, dass zwar hier überall schön Deadline steht, wann wir was tun sollen. Ich habe immer nur auf das Wort Deadline geguckt und das mir eingetragen. Jetzt ist das schon zwar zu spät, aber trotzdem die Frage, hätte denn aus jedem Ressort eigentlich auch ein Sachverständiger für die öffentliche Anhörung benannt werden müssen? Wir haben das bisher nie so gemacht, aber dem Satz am Anfang, daraus geht hervor, dass theoretisch jedes Ressort einen Sachverständigen benennen können. Klär mich vielleicht kurz auf. Ja, das so, jetzt also bitte Dietmar. Also das hätte man tun können, aber nicht müssen. Es sind sogenannte allgemeine Sachverständige, die in der Regel hier eingeladen werden. Das heißt also die von den Spitzenverbänden, der Kommunen, des Landes, der Industrie, der Wirtschaft, des Arbeitens und. Also das sind ja in der Regel so 30 bis 40 Sachverständige, die da aufschlagen und ihre Stellungnahmen abgeben. Aber selbstverständlich, gibt es immer auch die Möglichkeit, nochmal den einen oder anderen Sachverständigen nachzulegen. Ja, das gibt es tatsächlich. Gut, in einem Fall haben wir das tatsächlich mal gemacht, als es um den LDI ging, meine ich. Ja, aber ansonsten eigentlich nicht. Da geht es doch schon mehr darum, dass... Fragen vorbereitet werden für die Anhörungen und darauf beziehen sich auch letztendlich die Deadlines, die dort enthalten sind. Also einmal Fragestellungen an Sachverständige im Rahmen der Anhörung, die auch schon so früh wie möglich natürlich kommen sollten, damit sie vielleicht auch dann von den Sachverständigen, die alle in der Regel eine schriftliche Stellungnahme abgeben vorab, vielleicht schon dort teilweise mit abgehandelt werden, aber dann eben jeweils in der Anhörung. Wir haben ja zwei Anhörungen, einmal die Anhörung zum Personalhaushalt und einmal die allgemeine Anhörung zum Haushalt insgesamt. Ja, was gibt es da sonst noch zu sagen? Die Deadlines, ja, es ist halt was schön, wenn sie eingehalten würden. Alleine schon deshalb, weil, wie wir ja aus mittlerweile, darf ich sagen, der Erfahrung wissen, manches wesentlich unhektischer ablaufen kann, wenn... Und sofern die Dinge rechtzeitig vorliegen, damit man das auch vielleicht nochmal vorab besprechen kann, Unklarheiten beseitigen kann, Klarheiten beseitigen kann und so. Und deswegen, also ich denke, der Fahrplan selber ist meines Erachtens selbsterklärend. Und von daher, und er ist eben, und deswegen wäre es eben auch schön, wenn wir ihn abstimmen, verbindlich irgendwo. Ne? Nicht, dass hinterher irgendeiner kommt und sagt, ja, wieso, ich habe aber doch noch hier. Und dann kann man auch mal, das ist so ein bisschen auch reglementierend, sagen, also
du hast den Fahrplan gehabt, wir haben den beschlossen und dann halte ich bitte auch an die Termine, die dort vorgegeben sind. Dass wir die in der Regel einhalten, ist völlig klar, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, es gibt ja auch weiche Termine und Linien, die dort gezogen sind, Leitplanken, die da gezogen sind. Manches ergibt sich ja auch aufgrund von Eingaben anderer Fraktionen erst im Nachhinein, auf das wir dann reagieren können und sollten. Da sind wir aber doch auch jetzt im Team HFA immer flexibel gewesen und David, wie auch Matthias, gut, David glaube ich das erste Mal, Matthias dann schon länger, sind da immer sehr ansprechbar für und sehr offen für alle Problemstellungen, die es in dem Zusammenhang gibt und führen das dann jeweils in Rücksprache mit dann Olaf und auch mir zusammen. Jo, that's it. Okay, ja, es ist halt rein formell, ich sehe da auch kein Problem. Wir werden die Termine auch im Fraktionskalender entsprechend dann vermerken. Wenn wir das jetzt hier so beschließen und wir können ja dann auch kurzfristig immer weiche Termine eintragen, kurz den formellen Teil können wir dann mit abschließen. Wer stimmt, das schreibt unsere Satzung ja so vor, wer stimmt dem vorliegenden Fahrplan, wie Dietmar und das HFA-Team und Olaf ihn hier vorgeschlagen haben, entsprechend zu? Der möge dies per Handzeichen nun signalisieren. Das ist einstimmig, vielen lieben Dank. Ich selber werde das halt gleich auch intern weiterleiten, dass wir dann da vernünftige Sammeltermine dann auch hinbekommen. Vielen Dank. So, dann sind wir mit den Umlaufbeschlüssen durchgekommen zu Top 6, den Anträgen für Antragsfreitag. Ich wollte nur grob abgefragt haben, ich hatte gestern in der Referentenrunde schon angefragt gehabt. Ich mache das halt einfach zwischendurch und auch da ist es halt der Bereich Haushalt in der Vorbereitung, jetzt nicht für diesen Freitag, wie gesagt, war nur auch nochmal intern der Hinweis, dass die Leute das halt einfach schon mal auf dem Schirm haben. Gab es von eurer Seite jetzt schon eventuell Dinge für kommenden Freitag? Wollte ich nur hier einmal vorab gefragt haben. Es ist nur für die Vorbereitung, wenn das noch nicht der Fall ist, wenn die Sachen halt noch in Vorbereitung sind. Wie auch immer, ist ja nicht dramatisch. Okay, ist also gerade offiziell noch nichts in der Pipeline. Okay, wer hat denn gerade was in der Pipeline, frage ich so, wenn der Kreon das schon so provokant fragt. Weil ich habe da was in der Pipeline. Ja, ja, es geht um die politischen Anträge. Warte, ja, doch. Doch, ja. Ja, ja, okay, dachte ich mir, natürlich haben wir ein paar Sachen in der Pipeline. Ist also Work in Progress. 12 Uhr Freitag, Frist, wie immer. Und ich hoffe, ich bin dann mit dem Zug schnell genug in Stuttgart, dass ich das Mumble dann auch leiten kann. Soviel zu Top 6. Top 7 ist etwas mehr als sonst, aber ich glaube, damit wir liegen gut in der Zeit. Es gibt einmal den Punkt, den Olaf beantragt hatte. Es geht um die Vorstellung einer Idee. Es geht um eine große Anfrage. Das ist also das große Abfragen von Rahmeninformationen an die Landesregierung zum Thema Arbeit 4.0, die Robotik und die künstliche Intelligenz, kurz KI. Von daher, es gab dazu auch intern schon einige Diskussionen. Jetzt also dann hier einmal die grundsätzliche Debatte. Sehr gerne. Olaf, bitte. Ja, wie Grampi ja schon gesagt hat, gab es schon ein paar Diskussionen dazu. Es hat sich auch einmal jetzt schon Freitag, das erste Mal drei Leute oder vier Leute getroffen, die die Idee so weit gut fanden, dass sie sie gerne ausarbeiten würden. Ich kann mal sagen, wie sie entstanden ist. Sie ist eigentlich daraus entstanden, eine kleine Anfrage zu dem Thema zu machen, aber dann sind wir mindestens bei drei, vier kleinen Anfragen oder fünf und dann wurden es immer mehr. Und dann wäre es irgendwann lächerlich geworden und dann kam von mir die Sache, man könnte ja unter Umständen wirklich mal eine große Anfrage zu dem Thema stellen. Jetzt ist die Fragen dazu, dass
die ersten Überlegungen dazu, das sind die Fragen, die jetzt dort in dem Pad, auch wo der Link von da ist, da sind, nachzulesen sind. Im Prinzip ist noch nichts in Stein gemeißelt. Das ist eigentlich auch das, was mich ein bisschen traurig gemacht hat an der Diskussion, die da wieder ging, dass, ja, die doch relativ polemisch war, obwohl doch einigermaßen vielleicht auch Ideen drin waren, wie man mit der Sache umgehen könnte. Ne? Das war dann auch schon wieder eine große Anfrage, ist nicht die Sache, aber man könnte, die Themen sind ja wichtig und man könnte sie angehen. Ich finde sie nämlich auch sehr, sehr wichtig. Gekommen ist das Ganze natürlich hauptsächlich von Robotik und KI. Und jetzt Arbeit 4.0 ist zum Beispiel auch letzte Woche dazu gekommen, weil das war aber jetzt auch einfach nur die Sache, davon ist nichts in Stein gemeißelt, weil wir nicht dieses Schlagwort Wirtschaft 4.0 da drin haben wollten. Am besten gebe ich jetzt mal an Oliver ab, weil er hat sich die ganze Zeit eigentlich am meisten damit auseinandergesetzt. Er hat auch diese Fragen, die man stellen könnte oder die zumindest schon mal eine Richtung geben, die man stellen kann, dort zusammengefasst. Das sind größtenteils Fragen, die hat er auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen und so zusammengesucht. Aber ich gebe das jetzt mal am besten am Oliver ab, weil er das dann sicherlich besser erklären kann als ich. Ja, genau. Also ich werde im Wesentlichen einfach nur einige pragmatische Gründe nennen, weshalb es eine gute Gelegenheit für uns ist, auf sowas einzugehen. Angefangen hat eigentlich alles damit, dass am Anfang des Jahres ein offener Brief an die Politik veröffentlicht worden ist. Den haben über 5000 KI-Forscher weltweit mitgezeichnet. Und dieser offene Brief, der hat einfach nur gesagt, Politik, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Wir bitten euch, mischt euch mit ein. Sorgt dafür, dass sich dieser Bereich für die Menschheit vorteilhaft und robust entwickelt. Das ist ein Schlüsselmoment, in dem wir uns gerade befinden. Und diesen Brief, den hat aber bislang, so wie ich das gesehen habe, niemand aufgegriffen. Und von daher kann man sagen, wenn wir den nicht aufgreifen, dann wird das niemand machen. Und diesen aufzugreifen, das wäre auch was, das ganz im Geiste unseres Open-Antrag-Portals ist, nämlich Anliegen aus der Gesellschaft ins Parlament hineinzutragen. Und die Fragen, die dieser offene Brief mit sich gebracht hat, diese Fragen kommen von KI-Forschern, die haben aber ausdrücklich gesagt, das ist jetzt ein Impuls, das kann liebend gerne erweitert werden, das soll jetzt nicht abgeschlossen betrachtet werden. Und die haben ihre Fragen als Anhang an diesen offenen Brief angehangen und das ist ein ganz guter Startpunkt. Und die Fragen von denen, die sind natürlich jetzt nicht super politisch, die sind neutral, die kommen aus der Wissenschaft und die haben die Fragen auch nicht gestellt, dass da jetzt eine Datenlawine aus der Politik kommt oder so, sondern die haben ganz grundsätzliche Fragen gestellt. Und der Wert von diesen Fragen ist, dass er jetzt nicht nur zeigt, wenn man es an die Landesregierung stellt, dass die Landesregierung keine Ahnung hat. Also das weiß ja jeder, dass die Landesregierung keine Ahnung hat. Aber jetzt wird es interessant, denn dieser Brief, der zeigt auf, wie die Regierungen mit ihrem Unwissen umgehen. Also sehen Sie es ein und bauen Sie das Unwissen ab, weil es halt wirklich politisch notwendig ist. Wir brauchen auf den Bereich Antworten. Oder ignorieren Sie das aggressiv und blocken alles in gewohnter Manier ab. Das wäre dann quasi so offensichtlich wie nie zuvor einfach Arbeitsverweigerung. Also nicht nur, dass Sie Unwissen haben, Sie weigern sich, das irgendwie zu ändern. Und ja, das ist auch eine gute Gelegenheit, um einfach mal unsere, ich sag mal, Partei- oder Politikagenda auszufahren. Denn wir sind ja diejenigen, die Digitalisierung als Gesellschaftspolitik begreifen und einbinden wollen in Sozialpolitik, in Bildungspolitik, in Verkehrspolitik. Und das kann man hier wunderschön machen, weil dieses Thema sämtliche Gesellschaftsbereiche betreffen wird und sich zu allen Bereichen da entscheidende Fragen stellen wird. Also nur mal als Vorgeschmack bei diesem Thema, da stellt sich auch die Frage, soll ein eigenes Ministerium für dieses Thema künstliche Intelligenz eingerichtet werden?
so wie das sich auch stellte beim Internet, soll es ein Internetministerium geben? Und eine weitere wichtige Frage ist natürlich, wenn künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass super viele Arbeitsplätze zumindest prekarisiert werden, wenn nicht abgeschafft werden, was soll dann mit den Menschen gemacht werden? Na, denn wer heutzutage keine Arbeit hat, der fällt ja raus und wird in ALG-2-Systemen unter Existenzangst gestellt, wenn nicht noch Schlimmeres. Und das wird viel, viel mehr Menschen betreffen. Und es wird Zeit, dass die Politik sich mit diesen Fragen ernsthaft beschäftigt und nicht einfach nur so ein Logo raufpackt, Industrie 4.0. Wir machen jetzt Buzzword-Parade und dann war es das Thema erledigt. Ja. Ja. Eine Frage genau jetzt auf dem Hintergrund, warum jetzt hier die Vorstellung. Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, dass es nur 4 Leute waren, ansonsten war es auch. Die Frage ist dahinter, soll man, seht ihr es als sinnvoll an, das jetzt weiter ins Auge zu machen und hätten Leute Interesse daran mitzuarbeiten? Man kann natürlich jetzt nicht hier jetzt die Entscheidung treffen, diese Anfrage wird so gestellt, weil es liegt ja gar keine ausgearbeitete Anfrage vor. Aber es ist natürlich so, wenn jetzt hier die meisten Leute sagen, nö, haben wir überhaupt gar keinen Bock drauf, dann hat sich auch die Arbeit erledigt. Das ist der Hauptgrund, warum ich das heute habe auf die Tagesordnung stellen lassen. Olli! Ja, danke schön. Wir brauchen ganz klar keine große Anfrage, um jetzt festzustellen, dass die Landesregierung keine Ahnung hat oder sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, obwohl sie mittels digitaler Agenda oder sonstigen Dingen so tut, als hätte sie sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist schon mal am Anfang festzustellen. Dazu ist eine große Anfrage zu viel Aufwand. Das sehen wir anhand unserer kleinen Anfragen schon genug, dass die Landesregierung keine Ahnung hat. Und ich rege auch an, die ganzen Antworten, die Landesregierung kann sich dazu nicht äußern oder liegen keine Daten vor, obwohl wir meinen, sie liegen vor, oder sie müssten vorliegen, damit die Landesregierung überhaupt politische Entscheidungen treffen kann. Dass diese Sachen, diese Antworten sollten wir alle mal zusammentragen. Das wird bestimmt eine ganz hübsche Sammlung, damit können wir ja auch den Fraktionssaal mit tapezieren. Dazu brauchen wir die große Anfrage nicht. Viele der Fragen, die jetzt in diesem Patch stehen, das ist durchaus einigen auch aufgefallen, sind vielleicht nicht Fragen, die direkt in eine große Anfrage gehören, weil sie halt solche Antworten provozieren. Nun steckt ja hinter einer großen Anfrage meistens auch ein großes Szenario oder steht eine Idee, egal was. Also guckt vor allem die großen Anfragen der Grünen in den letzten Jahrzehnten und sonst was an. Die haben eine große Idee und stellen eine große Anfrage, um sie empirisch um empirische Daten zu bekommen. Und das muss auch unser Ziel sein. Das heißt, wir haben diese Fragen, die die KI-Forscher gestellt haben. Wir haben die Fragen, die auch jetzt schon im Pad stehen. Das sind sozusagen Grundannahmen. Das sind unsere Fragen, die wir wichtig finden für politischen Diskurs. Dann stellen wir eine große Anfrage, die diese Fragen darauf herunterbricht, was brauchen wir denn am empirischen Material dafür und was ist für ein empirisches Material überhaupt interessant. Also eine Landesregierung macht ja praktisch für uns an dieser Stelle Erhebungen, die wir an dieser Stelle so nicht durchführen können bringt also das Wissen ihrer Ministerien in diese Anfragen. Genau das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen praktisch alles aus der Landesregierung rausquetschen und aus den Daten rausquetschen, was wir kriegen können. Das muss also mehr sein, als uns ITNRW liefern kann. Und dann, wenn wir erstmal diese Ergebnisse haben, Anzahl Telearbeitsplätze in Behörden oder sonst ganz viele Daten, wenn wir die haben, dann sind erstens diese Daten schon allein mal interessant für unsere Special Interest Gruppen, heise.de oder sonst was. oder Technology Review und so, aber dann können wir mit diesem Material super arbeiten, dann können wir nämlich diese Fragen, die die KI-Forscher gestellt haben, die können wir nämlich anhand dieses Materials prima selbst beantworten und damit erstens eine Bewertung abgeben für unseren Special Interest Bereich und zweitens Geschichten daraus basteln und Statements, die dann aber auch für die große Öffentlichkeit interessant sind. Deshalb finde ich diese große Anfrage gut. Ich glaube, dass da aber noch sehr, sehr viel Arbeit drin reingesteckt werden müsste. Aber das Ziel ist ja auch, die Anfang 2016 zu stellen, dann 9 Monate Arbeitszeit, damit das dann alles noch so gut hinhaut in der Legislaturperiode. Vielen Dank, Creon. Wenn ich das richtig sehe, steht dann jetzt Michelle drauf? Mhm.
Ich wollte mich nur nicht selbst aufrufen. Ja, ich habe zwei Sachen zu dem Thema. Der Olli hat gerade schon eine Menge gesagt. Meine erste Frage ist qui bono. Wir machen eine große Anfrage. Wir haben bei vielen, vielen kleinen Anfragen hier schon ganz häufig das Problem, dass wir die stellen. Ja, dann haben wir eine Antwort, danke. Dann stellen wir die nächste kleine Anfrage. Kleine Anfragen sind eigentlich parlamentarisches Mittel, wo ich Informationen einhole, um irgendwo nachzubohren, um eine Alternative zu bieten, um einen Antrag zu schreiben, um irgendwas zu machen. Und wir machen ganz häufig, dass wir fragen, oh, wie sieht es denn so aus? Und dann kommt eine Antwort, vielleicht kommt sogar die Antwort, wir wissen es nicht. Und dann sagen wir, na gut, dann wisst ihr es halt nicht. Und dann ist das Ding durch. Ich habe eine ganz große Angst, dass hier Arbeitskraft gebunden wird in dem Bereich, wo wir Fragen stellen, kriegen Antworten, die wir in vielen Bereichen auch schon voraussehen können, nämlich dazu liegen uns keine Daten vor oder sowas. Und dann sagen wir, na gut, haben wir halt eine große Anfrage gemacht. Deswegen erste Frage, habt ihr euch schon überlegt, was ihr mit den Antworten macht? Zweiter Punkt, und eigentlich würde ich sowas intern machen, aber es steht jetzt leider auch noch öffentlich in diesem Pad. Wir machen hier bitte keine Parteiarbeit. Und zwar auf gar keinen Fall. Da steht, wer Bock hat, einen Grundsatzprogrammpunkt zu machen, der darf da mitmachen. Das dürft ihr alle gerne tun, aber in eurer Freizeit. Und gerade an die Mitarbeiter, in dieser Gruppe wird nicht für die Partei gearbeitet. Dann kriegen wir ein riesiges Problem. Wir bezahlen hier keine Mitarbeiter für Parteiarbeit. Und das möchte ich nochmal hier im Stream ganz offen für alle, die jetzt auch mithören, auch von den Mitarbeitern sagen, macht das in eurer Freizeit, trefft euch abends im Mumble, gar kein Problem. Aber ein Grundsatzprogrammantrag, wo es ein Pad gibt, wo oben steht, wir treffen uns im Landtag in Raum so und so um 14 Uhr irgendwas, da habe ich ein Riesenproblem mit. Und das sollten wir nicht tun. Bitte. Vielen Dank, Michel. Ansonsten hätte ich es gesagt. Lukas, bitte. Danke für eure Arbeit soweit. Ich habe das auch überflogen, weil ich doch durchaus Parallelen mit meiner aktuellen Arbeit gesehen habe. Ich mache ja stellvertretend gerade diese Enquete Digitalisierung Handwerk. Da gibt es durchaus viele Schnittpunkte, deswegen hat mich das interessiert. Mir ist noch im Kopf geblieben, als du vorhin bei der Vorstellung gesagt hast, das sei albern, das halt in einzelnen kleinen Anfragen zu stellen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass diese Themen Arbeit 4.0, Robotik und KI so große Themen sind, dass ich Probleme habe, mir sinnvoll vorzustellen, wie man sie in einer großen Anfrage unterbringen kann. Also nochmal, für den Arbeit oder für den Bereich Digitalisierung im Handwerk gibt es eine eigene Enquete, die Arbeit aufgenommen hat. Und das ist nur ein kleiner Teilbereich dessen. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen die Vorstellung davon, wie das denn aussehen könnte. Weiterhin hätte ich Bedenken, momentan so wie sie jetzt ist, ich weiß, grober Entwurf, grobe Skizze, es tauchen Fragestellungen auf, die halt auch übernommen worden sind aus diesem offenen Brief. Auf die haben aber weder die Forscher konkrete Antworten, noch wir als Piraten und die Landesregierung auch nicht. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir damit ungewollt der Landesregierung ein Türchen öffnen, wie sie Antworten liefern kann, um sich zu profilieren. Und davon hat am Ende keiner was. Weil ich denke nicht, dass es unser Sinn ist, die Landesregierung oder der Landesregierung ein Podium zu bieten, wie sie ihre Vorstellung davon ausbreiten kann, sondern wir wollen das halt vielleicht nutzen, um unsere Idee, unsere Vorstellung von der Zukunft zu präsentieren, beziehungsweise der Landesregierung zu sagen, hier, so stellen wir uns das vor, was haltet ihr davon? Und das ist mir also ein bisschen zu offen. Ich weiß, langer Weg bis dahin, bis es fertig ist, aber das gebe ich nur zu bedenken. Das wollte ich nur dazu sagen. Danke. Vielen Dank, Lukas. Toso. Ich hoffe, ich kriege das noch alles zusammen. Ich fand den ersten Termin schon sehr unglücklich gewählt, weil das an einem Termin war, wo ich eine Arbeitsgruppe und einen Ausschuss hatte.
habe dann aber auch nicht versucht, da irgendwie drauf Einfluss zu nehmen, weil halt das, der Bereich Arbeit erstmal ausgeklammert war in dem ersten Aufruf. Wenn man oder wenn sich jetzt aus der Gruppe ergeben hat, dass man mehr in diesen Bereich rein möchte, dann müssen wir uns da zwangsläufig bitte auseinandersetzen, weil man mag es kaum glauben, aber wir haben da durchaus ein Konzept schon, wie es da die nächsten Monate laufen soll. Und da geht es nicht um Anfragen, sondern um Anträge. Und da hilft es mir dann nicht, wenn eine kleine Anfrage aus der gleichen Fraktion kommt, die eventuell das konterkariert, was wir als Antrag laufen haben. Von daher arbeite ich da gerne mit. Allerdings wird es dadurch halt leider nicht schneller. Aber ich sehe jetzt keinen Weg, wenn ihr wirklich auch den Bereich Arbeit damit und Digitalisierung von Arbeit damit reinhaben wollt, dann bitte ich wirklich darum, dass wir da zusammenarbeiten und dann ein wenig aufeinander Rücksicht nehmen. Das wäre toll. Okay, dann würde ich vorschlagen, ihr bildet sozusagen eine innerfraktionelle Arbeitsgruppe von den Bereichen her. Olaf, wolltest du noch was abschließend dann sagen, weil dann wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Und ich würde gerne ein paar Fragen kurz beantworten. Okay, Olaf. Beziehungsweise da vielleicht sagen, das geht. Idee, ganz einfach. Die Idee ist dahinter, ich sag mal so, das ist ein Thema, das ist ein Kernthema von uns. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, aufgrund der Fragen, die wir stellen, und das sage ich jetzt mal so, das halte ich für realistisch, das so hinzukriegen, wie der Oliver das gesagt hatte, er hatte diese Ideen auch schon im Gespräch am Freitag mit eingebracht, dann glaube ich, dass wir gut mit dem Thema in der letzten Phase des, ja, wie soll ich es jetzt nennen, auch wenn es dann keine Parteiarbeit ist, trotzdem findet hier im Landtag plötzlich ein Wahlkampf statt. Und dafür ist es ja wahrscheinlich themenmäßig sehr, sehr gut zu gebrauchen. Um auf den Lukas und auf den Toso, die Idee dahinter ist es natürlich noch weiter in Themenbereiche aufzugliedern und die Themenbereiche von einzelnen Leuten, nämlich da, wo sie am ehesten in die, auch die Fachleute sind und so, die bearbeiten zu lassen. Die Fragen sind zum Teil jetzt noch abgeschrieben, ganz einfach. Genau da liegt nämlich jetzt der Punkt. Wie weit hat man sich schon da reingetan? Wie viel Arbeit setzt man da rein, bevor man jetzt zumindest das Feedback kriegt, dass ein paar Leute mitarbeiten und sagen, finden wir gut die Idee, die grundsätzliche Idee. Ich meine, klar, irgendwann muss die große Anfrage ausgearbeitet sein oder vielleicht findet sich ja auch noch eine andere Taktik, mehrere kleine Anfragen zu machen und das Ganze weiter zu laufen zu lassen. Selbst das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja bis jetzt wirklich die Vorstellung einer Idee. Und ja, Toso ist richtig und genau das wäre nämlich dann der Punkt. Wenn wir das nämlich dann aufteilen, würde ich mir schon wünschen, wenn du den Bereich Arbeit machen würdest, weil es ist nun mal dein Bereich und klar geht es bei Robotik und das war sehr wahrscheinlich der anfängliche Kommunikationsschwierigkeiten auch. Für mich war Arbeit die ganze Zeit mit, seit die Idee entstanden ist, war für mich Arbeit immer mit dabei, weil ne, das ist eines der wichtigen Fragen, die sich in den nächsten Jahren, wenn ich, ne, also man sagt jetzt so zur Zeit noch Jahrzehnten, aber ich glaube sogar, es sind nur Jahre, in denen sich diese Fragen stellen werden. Und von daher sollte das auf jeden Fall, der Bereich auf jeden Fall mit reingehen, auch auf die Gefahr hin, dass es da nicht unbedingt schneller wird, aber das muss ja dann auch nicht immer sein, dass man sich alle trifft, sondern dass sich dann diese kleinen Arbeitsgruppen, die sich in bestimmten Themenbereichen, und wenn man nicht alle Themenbereiche abdecken kann, ja meine Güte, dann lässt man unter Umständen auch nochmal einen Themenbereich weg. Ich würde ganz gerne... Okay, in Anbetracht der Zeit, hallo Slash, erst bitte Dietmar. In Anbetracht der Zeit, Und dann Slash bitte. Ich mache jetzt was ganz Furchtbares und rede gegen dieses Vorhaben. Ich halte das für falsch. Mich interessiert ganz ehrlich überhaupt nicht, was die Landesregierung davon hält, was die davon weiß oder nicht weiß. Es interessiert mich einfach nicht. Wir, und das sagt eigentlich der Satz, die Auseinandersetzung mit dem Thema ist programmatisch sehr interessant oder inspirierend. Ja. Genau, auf Parteiebene. Wir als Piratenpartei entwickeln entweder eine Vision oder ein Gesellschaftsmodell,
welches all diese Fragen beantwortet und von mir aus auch gestaltet. Das ist eine Sache, die können wir tun, die sollten, nein, die müssen wir tun, soweit wir es nicht sowieso schon bereits getan haben. Wir sind diejenigen, die die Antworten geben im Bereich des Digitalen, im Bereich der Digitalisierung von Gesellschaft, von Arbeit, von Sozialem etc. pp. Wir sind diejenigen, die hier den Takt vorgeben. Mich interessiert es einen feuchten Dreck, was die Landesregierung davon hält. Und mich interessiert es überhaupt nicht, was die Landesregierung auf irgendeine Frage, die wir zu stellen haben, antwortet. Das bringt uns keinen Millimeter weiter. Wenn wir der Landesregierung und den regierungstragenden Fraktionen, sprich der SPD, den Grünen, von der CDU und der FDP, Visionslosigkeit vorwerfen, gerade in dem Kernthemenbereich, den wir Piratenpartei meinen, dann soll das bitte schön auch so bleiben. Denn wenn das unser Alleinstellungsmerkmal sein soll, müssen wir das entwickeln. Und zwar, da brauche ich keine Antwort auf irgendeine Frage, die wir stellen, sondern wir sind diejenigen, die uns die Fragen stellen müssen. Wir müssen sie uns stellen und wir müssen sie uns beantworten, damit wir sie den Menschen beantworten können, damit wir den Menschen eine Vision vorstellen können. Ich bin gegen diese große Anfrage. Okay, es stand jetzt nicht zur Abstimmung. Slash noch kurz. Genau, ich würde ganz gern auf das Feedback von Lukas eingehen. Ich denke nicht, dass sich die Landesregierung profilieren kann, indem sie auf diese große Anfrage antwortet, weil wir am längeren Hebel sind. Wer die Fragen stellt, der bestimmt quasi den weiteren Verlauf. Und die Fragen, die momentan schon aus Sicht der KI-Forscher gestellt sind, das sind Fragen, die scheut die Landesregierung wie der Teufel das Weihwasser. Also das heißt, dass sie schon jetzt dadurch in Bedrängnis gerät, dass sie überhaupt darauf eingehen muss. Und zweitens, wenn sie sich an sowas profilieren muss, dann ginge es ja nur dadurch, dass sie aufzeigt, dass sie in diesem Bereich forscht und versucht, auf diese Fragen Antworten zu finden, im Wissen darum, dass sie halt unwissend sind momentan. Und Dann lassen wir sie dumm sterben. Dann lassen wir sie doch bitte dumm sterben. Uns dumm sterben. Okay, wie gesagt. Ja? Sollen wir? Okay, machen wir Meinungsbild. Toso, hilfst du mir gerade bei der Formulierung, damit wir die Formulierung einmal sauber im Protokoll haben? Wer der Meinung ist, wir sollten die von Slash und Olaf vorgestellte große Anfrage stellen, hebt bitte die Hand, wenn das okay ist. Muss ja nicht namentlich, es geht ja nur um. Achso, ja, so ganz generell. Ganz generell. Es war ja jetzt sehr offen. Man könnte sich vorstellen, dass wenn die sauber ausgearbeitet ist, dass diese Anfrage. Gut, 1, 2, 3. Dass sie sinnvoll ist. So. Nein, ob wir die stellen sollten. Das, was Nicole geschrieben hat, ist das Meinungsbild, was wir abfragen. Keine Add-ons. Genau. Mir geht es um eine Handlungsoption und nicht um eine Metadiskussion, ob Sinnfälligkeit oder nicht. So, wer ist nicht der Meinung? Ich sag mal so fast unentschieden mit leichter Tendenz zu negativ. Fällt durchwachsen aus. Formulierung eines Meinungsbildes. Demzufolge nach, wie gesagt, meine Empfehlung, ich würde es dann halt vorschlagen, intern in der Gruppe weiter auszuarbeiten. Es sieht nicht so als wenn die Priorität ganz oben wäre für diese Fraktion an dieser Stelle. Genau. Okay. Was aber nicht heißen soll, dass das programmatisch und innerhalb der Partei, ne, wie es auch angedacht ist, intensivst bearbeitet werden darf. Oder insbesondere bearbeiten muss. Haben nicht die der Landesregierung genau, ihr müsst halt eigene Standpunkte ausarbeiten. Kinnas, wir haben 11.35 Uhr. Ich unterbreche die Sitzung bis 11.45 Uhr, heute nur 10 Minuten, denn wir haben noch einiges auf der TO und wir haben im Anschluss fast alle direkt irgendwelche Sitzungstermine oder Vorstellungsgespräche oder sonst irgendwas. Also 11.45 Uhr wieder hier, bitte. Vielen Dank. So, nach dieser 10-minütigen Pause machen wir weiter. Wir hatten
bereits gestern in der Vorstandssitzung kurz darüber gesprochen. Es geht um einen konzeptionellen Ansatz zu einem Themenbereich Helferkonferenz, dass wir dies hier kurz öffentlich vorstellen und vielleicht noch ein paar zusätzliche Ideen und oder eventuell Parallelveranstaltungen, die angedacht sind, unter einen Hut bekommen können. Und zwar geht es um ein Konzept, eine Idee. Es ist wirklich erstmal nur eine Idee und ein Konzept für eine Helferkonferenz zum Thema Flüchtlinge. Dazu vortragend unsere Campaignerin Tina. Machst du dir ein Mikro an? Ein klitzekleines Konzept. Du drehst das am besten so ein bisschen in deine Richtung. Okay. Ja. Angedacht ist also, wie gesagt, eine Helferkonferenz zu veranstalten hier im Plenum am 29.10. Die Termine werden noch abgeklärt. Ziel der Geschichte ist es, Infos aus erster Hand von Helfern, ehrenamtlichen Helfern zu bekommen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, auf Missstände und Probleme aufmerksam zu machen, dass wir eben auch mit Forderungen, mit Ideen und Lösungen da rausgehen und dementsprechend dann weitere Veranstaltungen, Hilfestellungen und so weiter geben können. Es ist auch geplant oder gewünscht, dass MDLs da aktiv mitwirken. Wir haben die bisher noch nicht eingebunden, weil das eben noch eine Ideephase war, aber haben natürlich schon so die, ich sag mal, üblichen Verdächtigen, Dietmar, Toso, Simone, Frank natürlich, auf der Liste, dass bei der Konferenz eben auch Gruppen gebildet. Bitte? Wobei? Und wir planen eben die MDLs da als Gruppenpaten einzusetzen. Wir brauchen natürlich vorher auch noch ein bisschen Input, welche Themen die einzelnen Gruppen bearbeiten sollen. Das wird halb aus der Diskussion vorher hervorgehen, halb wollen wir das auch schon vorgeben. Insofern ist natürlich das Ganze erstmal nur ein Gerüst und Input ist sehr erwünscht. Creon? Ja, dankeschön. Ich habe das im Vorstandsbett gelesen, auch wenn ich jetzt den ganzen Anfang nicht mitbekommen habe. Also als Mini-Exkurs, wir brauchen natürlich Symbole und Zeichen jetzt gerade momentan, auch nach außen über unsere Grenzen hinweg. Da verweise ich aber einmal auf, das möchte ich an dieser Stelle machen, auf meine E-Mails auf der 20-Piraten-Liste öffentlichen und die Frage Pegida-Demo am Freitag, übrigens auch nochmal ein Hinweis an alle, auch Abgeordneten, dass die am Freitag da hier eine Demo mal wieder in Düsseldorf ist und Pro-Flüchtlingsdemos generell und was man da so an Symbolen schaffen kann. Dass diese Helferkonferenz dagegen ist ja kein Symbol und kein Zeichen, weil wenn man Helfer einlädt, gerade die professionellen Helfer, dann wollen die natürlich nicht irgendwie als ein Zeichen oder ein Symbol für eine Partei herhalten, sondern dann wollen die was ganz Konkretes. Und ich glaube, das funktioniert auch nur mit einer ganz, 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 ganz guten Vorbereitung, indem man nicht sagt, wir machen jetzt mal so einen ergebnisoffenen Start, sondern dann muss man im Grunde ja vorher schon alles haben. Bevor man in diese Konferenz einsteigt, muss man im Grunde schon Dinge haben, die woanders noch nicht besprochen wurden. Denn ich glaube, was die auf keinen Fall wollen, gerade die professionellen Helfer, ist, das Gleiche hier bei uns nochmal erzählen, was sie auf zahlreichen runden Tischen erzählt haben. Wir haben ja eine gewisse Kompetenz einmal darin, der Landesregierung vorzuhalten, dass wir alles schon 2012 gesagt haben, aber, und was ja auch alles falsch macht. Aber zweitens glaube ich, diese professionellen Helfer, die man ja auch anspricht, und die spontanen Helfer zusammenzubringen. Ich glaube, das ist eine Lücke, die überall überhaupt nicht funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Schwerpunktthema ist, was auch nicht an jedem runden Tisch geklärt werden kann und wo es große Lösungen braucht. Deshalb nur kurz zwei Dinge, die man vor der Konferenz machen müsste. Zwei Ideen dazu, die man vor einer Konferenz schon machen müsste, um unsere Kompetenz zu untermauern und auch zu zeigen, dass wir dort was besprechen oder dass so eine Konferenz wirklich Sinn macht für die Helfer. Das eine ist, überall wird nach Übersetzern gerufen. Das heißt, wie kann man die große Frage zu klären, wie kann man denn ein Übersetzernetzwerk aufbauen und ein Infonetzwerk?
Ich weiß auch, dass an mehreren Stellen sozusagen diese Infobroschüren in mehreren Sprachen einfach fehlen. Einmal als Information und zweitens, um Deutsch zu lernen. Zweite Sache, wir haben ein riesiges Problem, dass die spontanen Helfer und die professionellen Helfer nicht zusammenkommen, weil die Organisation dazwischen hakt. Und ich glaube, da kann man einsteigen. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, es gibt ja von einigen Leuten solche Versuche, Helfer-Apps zu machen, wie Help to Help 2, oder nee, Help 2 heißt das, glaube ich. Die versuchen abzubilden, wo fehlt, in welchem Flüchtlingsunterkunft fehlt gerade was, welcher Helfer fehlt, welche Sachen fehlen und was brauchen wir zum Beispiel gerade gar nicht als Unterstützung. Momentan lösen halt die professionellen Helfer das alles per Telefon-Hotlines. Und die sind auch nicht immer besonders perfekt organisiert. Da solche Apps oder solche Initiativen zu unterstützen, von unserer Seite aus politisch zu unterstützen, wäre wahrscheinlich super und würde auch dafür sorgen, vielleicht schon im Vorfeld dafür sorgen, dass man so ein bisschen, dass die professionellen Helfer so ein bisschen eine Idee davon bekommen, was wir auf dieser Konferenz machen wollen und dass die dann auch gerne kommen, denn das Ziel muss ja sein, dass sie am Ende die Konferenz verlassen und sagen, das war ja viel konstruktiver und mit viel mehr Ergebnissen als sonst bei solchen Treffen. Mhm. Weil solche Treffen haben die genug und die haben die Nase wahrscheinlich voll am Ende Oktober damit. Okay, danke Creon. Jetzt weiß ich nicht, Toso, hattest du gerade... Okay, Toso bitte. Ja, ich finde das schön, dass wir einmal von Seite der Öffentlichkeitsarbeit und auch von der fachlichen Seite da eine ähnliche Idee entwickeln und dass wir jetzt auch tatsächlich den Weg dazueinander finden, finde ich super. Ich habe es nicht Konferenz genannt, sondern so ein Vernetzungstreffen. Ich habe das mit diesem Vernetzungstreffen irgendwie. Tut mir leid. So ein Vernetzungstreffen plane ich jetzt seit ein paar Wochen schon. Allerdings nicht hier im Landtag. Das macht wenig Sinn. Weil einfach es sinnvoller ist, zu schauen, wo gibt es die meisten Helfer und wie kriegt man die vernetzt und so, wie Olli sagte, was brauchen die denn jetzt wirklich? Auf welchen Ebenen bewegen wir uns da? Und da ist das politische Umfeld des Landtags nicht unbedingt immer förderlich. Wenn wir das organisieren, was ich total toll fände, ist da neutraler Boden für viele einfach sinnvoller. Mein Lieblingsbeispiel ist halt immer das Unperfekthaus, da muss man sich um den Rest nicht kümmern, ist für jeden bequem erreichbar. Mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Organisation habe ich dazu schon vorab Gespräche geführt. Die Bereitschaft ist riesig groß, und zwar, weil es einfach um standardisierte Lösungen geht, sodass die Helfer, so wie Olli sagte, man muss nicht in jeder Stadt so eine App entwickeln. Es wäre ja toll, wenn es eine App gibt, die man einfach nur anpassen muss für die Städte. Es wäre toll, wenn es einen WordPress-Baukasten gäbe, wo schon alles Mögliche drinsteht. Es wäre einfach toll, wenn es eine Telefonliste gäbe, wenn ein freiwilliger Helfer sich einbringen will. Was sind denn so die Standardansprechpartner? Das unterscheidet sich auch nicht von Kommune zu Kommune so großartig. Da kann man super viel durch Standardisierung und sowas alles erreichen, sodass das auch einen echten Benefit, einen Mehrwert für die Leute hat, um da hinzukommen. Gesprochen habe ich da, wie gesagt, schon mit einigen, will ich jetzt nicht nennen. Deshalb lasst uns das gerne zusammen machen. Das ist auch von den Helfern sehr, sehr gewünscht. Ja. Ich habe mich gerade selber mal kurz auf die Liste gesetzt. Es geht sogar eigentlich genau um drei Gruppen. Olli und Tosa haben es gerade gesagt. Es geht einmal um die berufsmäßigen Helfer, wie ich sie nenne. Dann geht es einmal um die Ehrenamtler und obendrein um die, wie soll ich sagen, die Spontan-Ehrenamtler. Diese drei Gruppen gilt es eigentlich zu vernetzen. Und es ist ja jetzt nicht nur im Ruhrgebiet der Fall, sondern es ist ja ganz NRW, bis jetzt auf einmal, wie ich dann gestern Abend gelesen habe, sogar bis rauf ins Münsterland, wo dann eine neue Zentralregistratur entstehen soll auf einem Messe. Münster-Osnabrück, genau. Also nochmal eine deutlich längere Fahrzeit ins nördlichste NRW.
um dann von da aus die Leute wiederum über ganz NRW bis in den tiefsten Süden hinein zu verteilen. Mir erschließt sich sowas ja mal überhaupt nicht. Ja, ich glaube, Köln als sehr große Metropole hat auch da so ein paar Hallen für Genossen. Ja, da gibt es mit Sicherheit, gäbe es da sinnvollere, zentraler gelegenere Alternativen. Und ja, ich mag auch den Charme mit dem neutralen Boden. Ich sage aber, gerade auch hier der Landtag sollte so gesehen neutraler Boden sein, denn wir hier, nicht nur wir, sondern auch die anderen Parteien, die hier vertreten sind in ihren Fraktionen, sind nun mal die, wie soll ich sagen, ja, die Entscheider oder die Ideengeber für das, was dann später die Landesregierung umzusetzen hat. Von daher sehe ich da jetzt nicht so das Problem. Aber das sind jetzt Details, die können wir dann noch zusätzlich auskaspern. Habe ich schon gesehen. So viel dazu von meiner Warte. Dann habe ich Michel Dietmar Toso. Ja, ich möchte auch was zu den Räumlichkeiten kurz sagen. Und das ist dann etwas allgemeiner. Die Räumlichkeit Landtag wäre kein neutraler Boden. Das Problem ist, wir sind keine neutrale Partei in dieser ganzen Diskussion. Weil was mir immer wieder auffällt, was ich auch gar nicht schlimm finde, aber worauf wir achten müssen, ist die Vermischung unseres privaten Engagements, unseres Parteiengagements und unserer Tätigkeit, die wir hier haben. Wenn wir als Fraktion eine solche Helferkonferenz machen, dann kann und sollte die, ich nenne es mal, politisiert sein, weil wir als Fraktion damit ein Ziel verfolgen. Wenn du, Toso, das jetzt organisierst aus deiner privaten, ich bin aber, keine Ahnung, wie man es nennen soll, Flüchtlingshelfer, keine Ahnung, Fluchthelfer, nein. Wenn du das einfach privat machst, dann kannst du sagen, na gut, dann mache ich es halt im Unperfekthaus, da ist es neutraler. Wenn das die Partei macht, könnte man sagen, ich mache es im Unperfekthaus, dann ist es neutraler. Ja, ich möchte das ja nur noch mal sagen, weil bei dem Thema mir auch auffällt, genau wie bei dieser großen Anfrage, das sind Privatinteressen, Parteiinteressen und Fraktionsinteressen, die werden da auch häufig mal, das sind nicht nur die beiden Fälle, es passiert häufiger und seit langem, da werden Dinge einfach mal in einen Topf geschmissen, da wird kräftig umgerührt, dann zieht man irgendwas raus und sagt, so, das ist jetzt das, was wir gerade brauchen. Und da sollten wir auch ein bisschen strategischer, auch politischer drüber nachdenken. Wenn wir als Fraktion so eine Aktion machen, dann können wir die hier auch im Landtag und sollten wir die hier auch im Landtag machen oder auf dem Vorplatz oder sonst was. Aber das muss dann eine politische Veranstaltung sein und die trägt dann auch das Label Piraten. Und wenn wir Pech haben und die Leute sagen, wir kommen aber nicht zu so einer Helferkonferenz, wenn da Piraten draufsteht, dann ist das einfach das falsche Konzept für die Fraktion. Okay, bitte. Gut, dann habe ich den Dietmar. Geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was Michel sagte. Und auch ein bisschen in die Richtung, was Toso sagte. Ich sehe folgendes Problem. Erstmal, ich finde, das ist eine gute Idee. Aber ich möchte betonen, wir sind und bleiben keine NGO. Sondern es gibt bereits zahlreiche organisierte Gruppen, die beispielsweise unterhalb Flüchtlingsrat und so aufgehängt sind, die sich natürlich auch in Treffen Gedanken genau über diese Problematik machen. Wie vernetzen wir das optimal? Wie können wir Hilfestellung, Hilfeleistung bestmöglich organisieren? Denn das ist ja die Zielsetzung dieser Helferkonferenz oder dieses Helfervernetzungstreffens. Wie auch immer eine App gemacht werden kann, ja, aber es ist nicht unser Job. Da bin ich genau bei Michel. Er sagt, es ist nicht politisch genug. Warum sollten wir die Arbeit der Exekutive hier machen? Es ist nicht unser... Bitte? Bitte? Kein Zwiegespräch, bitte. Danke. Gut, das siehst du anders als ich, aber ich bin schon der Auffassung, dass wir hier eine andere Aufgabe haben als eben die Partei. Die Partei kann das machen, aber nicht wir. Also als Fraktion denke ich, dass wir hier politisch agieren müssen und sei es drum, durch Anträge und die damit in Verbindung stehende Öffentlichkeitswirkung
die die Regierung und die regierungstragende Fraktion vor uns hertreiben müssen, Dinge zu tun, die eben Helfern hilft, die wiederum Menschen helfen, die zu uns kommen. Das ist, sonst verstehen wir doch unseren Job hier falsch, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich kann auch mit anpacken, kann auch Tüten verteilen, ich kann auch Decken verteilen, ich kann auch, weiß ich nicht, alles Mögliche tun. Da bin ich auch bei Michel, der sagt, ja, in der Freizeit, ja, genau. Aber das sehe ich nicht als den politischen Auftrag an, der uns hier in den Landtag gebracht hat. So, das schon mal als solches. Und von daher habe ich da so ein bisschen ein Problem. Ich sehe, vielleicht fehlt mir da die Vorstellungskraft, aber ich sehe nicht den politischen Impetus und auch den politischen Output, der sich daraus rekrutiert. Denn selbst wenn wir diese Helferkonferenz oder wie auch immer man das Ding dann bezeichnet, machen, was resultiert für uns hier im Landtag als Fraktion der Piraten politisch aus dieser Geschichte? Das wüsste ich gerne. Machen wir dann Anträge und sagen, ey, alle... Okay, vielen Dank, Dietmar. Dann habe ich Toso auf der Liste. Das ist total toll. Ich bin da missverstanden worden, das tut mir leid, ich habe mich da anscheinend nicht richtig ausgedrückt. Es geht nicht darum, eine Schwelle zwischen, ich sag mal, Piratenfraktion oder sowas niedrig zu halten, sondern es geht darum, die Schwelle für die Menschen, die jetzt gerade da freiwillig helfen, und der Politik als solche möglichst niedrig zu halten. Weil die ist durchaus vorhanden und die Erfahrungen, die gerade die freiwilligen Helfer zuletzt mit Politik gemacht haben, waren vielleicht nicht optimal in den Kommunen. Von daher ging es nicht darum, eine Schwelle zwischen Fraktionsarbeit und Helfern niedrig zu halten, sondern grundsätzlich zwischen Politik und denjenigen, die gerade vor Ort ehrenamtlich helfen, möglichst niedrig zu halten. Und der Output ist nicht das Ganze, oder für uns ist nicht der Output als solcher, dass wir sagen, wir helfen da jetzt, verteilen Tüten oder programmieren eine App. Das ist nicht der Output, der für uns interessant ist. Für uns ist der Output interessant, was nehmen wir als politischen Impuls daraus mit? Was fehlt tatsächlich? Was hilft den Leuten? Was hilft den Orgas? Und ich denke, wir könnten durchaus auch kommunale Vertreter oder Vertreter der Landesregierung dazu einladen, um einfach zu sagen, wir bringen euch zusammen und dann schauen wir, was fehlt im politischen System. Das ist der Output für mich und für die Fraktion. Ne? Es geht nicht darum, jetzt nur die Helfer zu bedienen und zu sagen, hey, wir drucken euch lustige Tütchen und dann habt ihr besser hier Ein-Mann-Pakete für Lunchboxen. Das ist nicht der Punkt. Das ist ein Zusatz oder ein Bonus, der quasi erreicht wird dadurch, dass sich auf so einer Geschichte, wo wir Politik und Helfer verbinden, werden sich halt entsprechende Ergebnisse auch bieten und entsprechende Vernetzung. Das werden wir nicht zu verhindern wissen. Aber der Output, der essentiell für uns ist, ist natürlich, was spiegeln diese Leute in das politische System zurück, was verändert werden muss, um denen die Arbeit zu erleichtern. Das ist das Wichtige für uns. Und das ist halt genau so, wie ich Piraten verstehe. Wir sind offen für praktische Vorschläge. Wir sind offen auf eine nicht-parlamentarische Initiative. Und wir holen uns das auch beim Menschen vor Ort ab. Nicht nur beim Bürger übrigens, ganz wichtig. Wir holen uns das bei jedem Menschen, der da vor Ort für die Gesellschaft arbeitet, ab, was ihm die Arbeit erleichtern kann. Das ist Bürgerbeteiligung, wie wir die leben wollen. Nicht hier, wir bauen hier eine Hürde auf und bevor nicht 22,3% aller Bürger zugestimmt haben, also nur die Wahlberechtigten ab 67 im Mondschein, machen wir gar nichts, sondern wir gehen auf den Menschen zu im Land und sagen, wir wissen dein Engagement nicht nur zu schätzen, wir finden das einfach großartig und lass uns zusammenschauen, wie wir das an der politischen Stelle noch befeuern können und wie wir helfen können. Und das ist die Idee, die dahinter steht, nicht Tütenbedrohung. Okay, Michel noch? Okay, dann hatte ich das missverstanden. Das heißt, wir können aber trotzdem, du ziehst zurück, okay, wir können also im Laufe der Woche das Dingen, egal wie wir es denn ausgestalten, weiterhin eintüten und weiterverfolgen. Gibt es... Nicht beerdigen, um es so rum zu formulieren. Insider. Also wenn dann auch
Also gerade unsere Kommunalvertreter, Frank ist ja heute nicht da, aber Toso, Frank, denke ich mal, werden da auch einiges mit zu beitragen können. Okay. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Dann wären wir mit dem Punkt Helferkonferenz soweit durch. Dann hätten wir stellvertretend für Moni. Kommenden Donnerstag haben wir wieder das Themenmumble vor dem Antragsfreitag in dieser Woche. Und wie immer stellt sich uns die Frage, es lag bisher keine Bewerbung vor. Ich frage jetzt hier offen in die Runde, wer mit einem Thema bereitwillig für diesen Donnerstag ins Mumble einsteigt. Bitte nicht Flüchtlinge, autonomes Fahren. Aber wir hatten also Themen, die drängen und die wir halt aber auch aktuell schon mehrfach hatten, waren, wenn ich mich jetzt nicht irre, ÖPNV, autonomes Fahren, Flüchtlinge, Luftverkehr, genau. Toso, bitte. Nico? Könnte Nico kurz? Ich will dich nur kurz stören. Es gibt nur eine Frage. Ja. Wäre es eventuell interessant, aus europapolitischer Sicht bei einem Themenmumble die aktuelle politische Lage der geschlossenen Grenzen mal zu thematisieren? Ich glaube, das würde im Moment viele Menschen da interessieren. Ich kann das selbstverständlich auch machen. Ob du das machen wollen würdest. Dann hätte ich mich gemeldet. Okay. Selbstverständlich kann ich das auch machen. Das war mein Sechster. Okay. Das heißt, wenn wir kein Thema haben, dann findet diese Woche, ja, Dietmar? Es sind im Moment, es scheint ja fast so, dass politisch bundesweit und auch landesweit Stillstand herrscht. Zumindest gewinnt man so ein bisschen den Eindruck. Das ist so die Wahrnehmung, weil, europaweit, weil das Flüchtlingsthema alles überlagert. Das ist sicher wichtig alles, aber auch nicht richtig. Denn eins vergisst das Ganze, nämlich, dass wir hier in Deutschland und in Europa Menschenleben haben, in Rechts- und Wirtschaftskreisen, für die wir ja nun hier auch politisch aktiv sind. Deswegen, das war ja auch so ein verhaltener Kritikpunkt meinerseits. Das letzte Plenum war geprägt von der Flüchtlingsdebatte, sowohl in dem originären Anspruchsbereich, wie aber auch im Bereich Haushalt oder Generaldebatte oder wie auch immer man das bezeichnen soll. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Wenn ich bedenke, dass wir einen 67-Milliarden-Haushalt beraten, der das Flüchtlingsthema eigentlich überhaupt nicht beinhaltet, nur teilweise, mit ein paar Kleckersbeträgen hier und dort, sage ich mal. Wir einen Nachtragshaushalt jetzt erwarten und sich vor dem Hintergrund der in aller Munde und aller Köpfe befindlichen Thematik Flüchtlinge und Grenzen von mir aus auch, Grenzfragen, Freizügigkeitsfragen, wird sich möglicherweise heute und in den nächsten 2 Tagen noch einiges tun. Denn heute Abend kommen die Ministerpräsidenten und Präsidentin mit der Bundeskanzlerin in Berlin zusammen. Das ist so eine Art vorgezogener Flüchtlingsgipfel, der ja eigentlich erst am 24. oder 23. September stattfinden sollte. Die Notwendigkeit zeigt, es ist heute. Daraus resultieren möglicherweise auch thematisch wiederum haushalterische Fragestellungen, die durchaus am Donnerstag schon ein Thema sein könnten. Sonst hätte ich gesagt, oder würde ich sagen, Themenmumble nächste Woche Donnerstag, das ist nämlich der 24., da sollte eigentlich ein Kabinettsbeschluss gefasst werden, prospektiv hinsichtlich des Nachtragshaushalts. Und warten wir mal ab, was da noch durchsickert. Bis Donnerstag beispielsweise, dann wäre ich bereit, dann in dem Themenbereich was zu machen. Aber das möchte ich heute noch nicht festlegen. Ich kündige das nur als Option an. Ja, wir haben nur schon Dienstag und ohne Ankündigung keine Zuhörer. Ja, dann kannst du es auch vergessen. Also, dann bringt das nichts, okay. Es ist noch ein ganz anderer Gedanke gekommen.
wegen Nachlese der Bürgermeisterwahl, auch im Hinblick auf die wohl offensichtlich gescheiterte Taktik von Schwarz-Gelb mit der Auseinanderziehung von Kommunal- und Bürgermeisterwahl und den Erfolgen, die wir hatten, unter anderem eben mit Stefan in Witten, wobei man vielleicht optional den Stefan auch dazu bitten könnte, mit von wegen Wahlkampf, Ausblick für uns, was sind Perspektiven, was sind Möglichkeiten für uns, die man übernehmen kann, adaptieren kann. Und da würde ich natürlich auch gerne, falls das Sinn macht, falls das gewollt ist, vielleicht auch den Toso mit dazu holen wollen. Wir schauen mal sowieso gerade alle parallel in unsere Kalender, glaube ich, weil ich bin Donnerstag außerhäusig leider. Toso? Ja, wir sind öffentlich. Ja, der Kalender sagt für Donnerstagnachmittag schon einen Termin, Donnerstagabend schon einen Termin. Ich weiß auch nicht, ich würde da ungern jetzt ad hoc über Stefan bestimmen. Ich kann ja gleich fragen, ich sehe noch in der Mittag. Übrigens auch nochmal hier herzlichen Glückwunsch an alle, die sich da zur Verfügung gestellt haben und die teilweise richtig großartig abgeschnitten haben. Aber auch meinen herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die nicht so gut abgeschnitten haben. Die haben trotzdem eine hervorragende Arbeit da geleistet. Können wir machen, aber ich weiß nicht, ob das in deren Sinne ist. Kann ich einfach, ist mir okay, Olaf? Weil ihr euch jetzt nicht, ich hatte jetzt fast gedacht, es wäre ein Thema gefunden. Ansonsten würde ich das Donnerstag machen mit dem Thema Mitbestimmung von Jugendlichen, Nachbearbeitung von dem Wochenende. Im Prinzip hauptsächlich Fragen stellen, dass ich dann will, was die Leute, die dort im Mumble sind, also ich werde nicht groß was vortragen, ich werde hauptsächlich Fragen stellen, nämlich die durch diese Konferenz aufgeschmissen worden sind, und würde gerne mal wissen, was die Leute dazu sagen. Aber wenn jetzt andere, ne? Also, Toso noch? Ich finde das super, wenn Olaf das macht. Schon alleine, weil ich vom Eingang her von der Fraktionssitzung das Thema ja auch für super interessant halte. Diese Geschichte, die Simone vorgeschlagen hat, die könnten wir vielleicht dann fürs nächste Mal machen. Dann würde ich alle vier Bürgermeister und Bürgermeisterinnenkandidaten dazu einladen. Fünf? Fünf, Entschuldigung. Haben wir wieder falsch gemerkt, Zahlen. Ich habe bestimmt den Stefan vergessen. Egal, dann würde ich halt alle dazu einladen, einfach um da auch den Benefit rauszuziehen, was ist bei denen gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen. Das ist ja auch für uns wichtig. Okay, Jens, du hast einen Auftrag. Wir machen am Donnerstag ein Mumble zur... Jetzt zur notkurierenden Kinderrechtskonferenz bzw. Menschenrechtskonferenz, vor allen Dingen Rückmeldungen einholen für offene Fragen, die bei der Konferenz entstanden sind. Das ist ein anderer Ansatz, als wir ihn sonst halt machen. Ich finde das ausgesprochen gut. Und wir merken uns schon mal vor, der ist dann jetzt schon gebucht. Das heißt, wir können dann jetzt schon alle Piratenkandidaten in NRW einladen zu einer Nachlese in Bezug auf die Bürgermeisterwahlen und das passt dann, glaube ich, auch ganz gut zu den jeweiligen Stichwahlterminen, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht gibt der ein oder andere da ja dann vielleicht mal so eine öffentliche Erklärung ab. Also ja, Empfehlung, wir machen ja hier keinen Wahlkampf, sondern es geht ja wirklich halt um die Analyse und die Bestandsaufnahme. Ja, unserer Politik, das ist schon richtig. Nun gut, okay. Dann sind wir am Ende des öffentlichen Teils angekommen, der letzte Punkt von Top 7. Somit würde ich mich verabschieden wollen. Ich schaue mal gerade, damit wir um 12.17 Uhr in den nicht öffentlichen Teil wechseln können. Wir sehen uns diese Woche am Freitag im Mumble zum klassischen Antragsmumble. Ich bitte alle MDL entsprechend anwesend zu sein, beziehungsweise auch die noch Möglichkeit, die Referenten, falls es eine Rückfrage geben sollte, was aber, glaube ich, in der Regel so gut wie nie vorkommt, weil wir das vorher geklärt kriegen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken und dann bis Freitag, respektive dann nächste Woche Dienstag. Tschüss.